So, ja, ein paar Leutchen stehen noch draußen. Wer wohl noch reinkommen? Ich nehme auch an, dass ein paar mehr Minuten zu spät kommen. Habe ich größtes Verständnis für, aber selber noch bis drei irgendwie da unten zugange diese Nacht. Aber trotzdem jetzt gespannt auf diese Diskussion und wach dafür. Wir haben viele Leute, die sich fragen, bei welchem Club sie jetzt Mitglied werden sollen. Und wir haben viele Medien, die anrufen und mailen und fragen, wie sieht es jetzt aus? Am 1.7. fangen ja die Anbauvereine mit ihrem Betrieb an. Und wie viele werden es wohl sein? Wie viel Gras wird im ersten Monat vertickt so ungefähr? Ja, und dann muss ich dann immer sagen, ja, nö, ist nichts, ne, mit 1.7. Irgendwelcher Betrieb. Sondern die dürfen dann halt einen Antrag stellen. Und nach wird es dann erst hochskaliert. Und ich rechne überhaupt nicht vor Weihnachten mit Gras sozusagen. Aber trotzdem, alle wissen, ab 1.7. gilt die ganze Chose mit den Anbauvereinen und jede Menge Leute würden da gerne reinkommen, weil sie nicht selber anbauen und das eben die einzige Möglichkeit ist, wenn man kein Patient sein will, eben einen legalen Bezug zu Cannabis zu haben. Und die meisten finden auch Anbauvereine in ihrem Ort, in ihrer Stadt. Wenn sie googeln, CSC, was weiß ich, Kiel, Buxtehude oder irgendwas, da gibt es dann manchmal welche, von denen wir Vertreter hier gesehen haben, die letzten Tage, wo ich mit vielen gesprochen habe, die für sich selbst sagen, hier, wir machen einen kleinen CSC vor Ort und sind schon mehr oder weniger weit damit. Manche mehr, manche weniger. Und dann findet man aber auch bundesweite Ketten mit unterschiedlichen Namen. Teilweise sind das Ketten, die Ableger sind von bekannten Shops oder Shopketten, die schon mehrere Filialen haben. Und da versuchen, ihr Imperium weiter aufzubauen und im Sinne einer Franchise-Vergabe, soweit ich das bisher verstanden habe und auch hier unsere Experten dazu befragt habe. Wichtig ist natürlich immer am Ende, dass man eigenständige Vereine hat, die ein eigenständiges Rechtssubjekt sind, um dann eben so einen Antrag zu stellen. Das war für mich immer so die erste Frage, wenn ich diese Ketten gesehen habe. Sind die überhaupt irgendwie selbstständig als juristische Person handlungsfähig oder nicht? Bei vielen sieht man es gar nicht. Ja? Also neben diesen Shopketten, die ich gerade erwähnt habe, gibt es dann noch andere Netzwerke mit Fantasy-Namen, wo überhaupt keine Informationen auf den Homepages zu finden sind, was jetzt eigentlich da der Plan ist, welches Konzept die haben, welches rechtliche Konstrukt dahinter steckt. Die haben auch dann wiederum eigene Dachverbände. Also es gibt mindestens 5 verschiedene oder 6 verschiedene CSC-Dachverbände, die sich zumindest so nennen, die zumindest irgendwie online als solche auftreten. Und die letzteren, die ich jetzt genannt habe, letzteren Ketten, die noch nicht mal zu irgendeinem bekannten Shop gehören, sondern einfach nur irgendwelche Fantasy-Namen haben. Ich nenne mal hier Heimatverein zum Beispiel. Ja, habe ich jetzt auch erst vor 2 Wochen zum ersten Mal gefunden. Kann sein, dass in den letzten 2 Wochen schon wieder da viel mehr Informationen auf den Seiten aufgetaucht sind. Aber da war eigentlich gar nichts zu finden. Ne? Irgendwas mit Dachverband, der dann wiederum zurückverlinkt hat auf Heimatverein und noch eine andere Kette. Und das sah alles ziemlich pseudomäßig aus und gab überhaupt keine Informationen. Letztendlich, das Erste, was wir als Handverband rausgeben können an die Leute, die überlegen, wo sie jetzt Mitglied werden, guckt euch unsere goldenen Transparenzregeln an, sind Informationen auf den Homepages zu finden über diverse Fragen des Konzepts, was sie da vorhaben. Gibt es irgendwie Informationen über das Finanzierungskonzept, wie wollen die das machen? Gibt es Informationen über die rechtliche Situation, ja, womit haben wir es hier eigentlich zu tun? Ist ja eine GmbH, von der die Rechnung kommt, was auch zum Teil der Fall ist. Oder ist da ein Verein dahinter? Wer sind die handelnden Personen? Dazu haben wir ein paar Regeln bei uns aufgestellt auf handverband.de unter unserer CSC-Sonderseite sozusagen, die ihr da findet. Einige dieser Netzwerke habe ich von daher schon mal erstmal ausgeschlossen, dass man die sich damit überhaupt ernsthaft befasst, weil die einfach überhaupt keine Informationen liefern und insofern auch vollkommen unseriös erstmal rüberkommen. Muss nicht unbedingt so sein, aber solange die nichts dazu schreiben, was sie vorhaben, sind sie nicht zu gebrauchen. Bei den Shopketten wiederum dachte ich das zuerst auch, weil die auch ziemlich intransparent waren, zumindest als ich zuletzt auf den Seiten geguckt habe. Habe jetzt hier von unseren Experten erfahren, ja doch, die wollen auch selbstständige Subjekte irgendwie hinstellen sozusagen und das ist schon theoretisch genehmigungsfähig. Aber ich fand eben auch da die Informationen nicht ausreichend, um mich ernsthaft damit zu befassen im Sinne von, wir gucken uns das Konzept auch hier mal auf der größeren Bühne an. Und dann ist der Mariana CSCs, wo ich darauf aufmerksam geworden bin, über Beschwerden von Mitgliedern, die da
beigetreten sind, die, wie ich eben gesagt habe, gegoogelt haben, CSC, was weiß ich, ich sag mal Remscheid, meine Heimatstadt, und haben da irgendwie einen CSC gefunden und sich da angemeldet. Und gedacht, sie sind jetzt beim CSC Remscheid Mitglied geworden und haben eine Rechnung gekriegt vom CSC Göttingen. Und dann haben wir auf die Seite geguckt und dann verstanden, okay, ich bin jetzt gar nicht beim CSC Remscheid eigentlich eingetreten, sondern in irgendeinem Mariana-Dingsbums. Zu dem Zeitpunkt nicht erkennbar, was da überhaupt dahinter steckt, Verein, Firma, irgendwas. Jedenfalls kam die Rechnung aus Göttingen. Und dann haben die Leute gekündigt nach 2-3 Tagen und gesagt, nee, das wollte ich so jetzt eigentlich nicht. Ich wollte im CSC Remscheid Mitglied werden. Und dann kam die Antwort, na, tut uns leid, du kannst jetzt hier nicht einfach austreten, du musst jetzt erstmal die Anmeldegebühr bezahlen und 3 Monatsraten, weil wir uns schon mal an dieses Gesetz halten, das ja 3 Monate Mindestlaufzeit vorsieht für so eine Mitgliedschaft. Wo ich gedacht habe, nee, das gefällt mir nicht. Das ist nicht korrekt. Das ist kein vernünftiger Umgang mit Mitgliedern, mit Leuten. Da muss man sich mal beschweren. Habe ich dann auch gemacht. Und wir haben dann ein bisschen Austausch gehabt, auch öffentlichen Schriftverkehr sozusagen, wo wir ein paar Merkwürdigkeiten ausgetauscht haben, beziehungsweise wo die auch die Kollegen geantwortet haben. Auf jeden Fall bekommt man Antworten von Mariana, so viel kann ich dann also schon mal sagen, jedenfalls ich. Und habe mich auch dann auf der Mary Jane länger unterhalten mit den Kollegen, ziemlich lange eigentlich, und auch viele Antworten bekommen. Und ich sehe auch einen erheblichen Fortschritt auf der Homepage, auch was das Thema Transparenz angeht. Ja, wie gesagt, am Anfang habe ich da auch nicht gesehen, Verein, Firma, was soll jetzt das überhaupt sein da? Mittlerweile ist zumindest klar erkennbar, es geht um einen Gesamtverein, der da auftritt als bundesweiter Verein eben, mit Zweigstellen, die zumindest einigermaßen selbstständige Rechtssubjekte sind und die dann den Antrag stellen sollen. Insofern also zumindest mal ein belastbares Konzept und ziemlich groß nach eigenen Angaben mit 18.000 Mitgliedern und 16 Mitarbeitern, glaube ich, aktuell auf der Homepage, 180 einzelnen Vereinen vor Ort. Ziemlich dickes Schiff, was da unterwegs ist, falls die Angaben auch nur halbwegs stimmen. Also insofern auch von der Größenordnung her eine Sache, die man sich angucken muss, sozusagen, auch für die Frage, wenn alles Betrug ist und so weiter, ja, und das überhaupt nirgendwo hinführt, haben wir am Ende einen Haufen frustrierte Leute, die sich eben angemeldet haben bei so einem Verein und die letztendlich sich darauf gefreut haben, mit Gras versorgt zu werden und die dann am Ende nach einer Zahlung von x Monaten Beitrag vielleicht dumm dastehen. Auch deswegen natürlich für uns als in erster Linie Verbraucherschutz und Konsumentenvertretung ein wichtiger Punkt, sich das genauer anzugucken. Aber auch haben wir natürlich ein Interesse daran, dass viele CSCs entstehen, möglichst schnell, möglichst viele vernünftige CSCs entstehen, die wirklich letztendlich auch ihre Mitglieder mit legalem Gras versorgen. Das ist ja der Sinn der Sache, ja, Schwarzmarkt zurückdrängen, legalen Zugang zu vernünftiger Qualität, wunderbar. Und wenn so ein Konzept dazu beiträgt, weil eben von oben von irgendeiner Art Dachstruktur geholfen wird bei der Gründung, wunderbar. Übrigens haben wir ja natürlich auch andere Dachverbände noch hier, die ich auch mal noch mal erwähnen möchte. Ja, ich habe jetzt verschiedene Merkwürdigkeiten erzählt, aber es gibt natürlich auch Ansätze, die soweit seriös sind, im Sinne von einfach ein Dachverband, wo einzelne offensichtlich selbstständige, eigenstehende Vereine Mitglied sind, um da ihre Interessen vertreten zu können, nämlich der CSC-Dachverband als erster hier auch vor Ort und CAD, Cannabis-Anbauvereinigungen Deutschlands, auch vor Ort hier. Wo ich sagen kann, das sind halt nachvollziehbare Konzepte und insofern vollkommen unproblematisch. Ja, hat natürlich den Nachteil, hier nicht gegrillt zu werden irgendwie auf der großen Bühne und damit dann eben auch Publicity zu kriegen. Aber wir haben jetzt jedenfalls auch Expertise aus dem Bereich hier im Raum und ich hoffe auch rege Beteiligung nachher, auch von den Kollegen hier vor Ort. Und übrigens gibt es auch noch einen Dachverband innerhalb des Branchenverbandes Cannabiswirtschaft, BVCW. Der ist nicht eigenständig, selbstständig, aber auch absolut ernst zu nehmen und war bei der letzten Anhörung auch schon mit dabei, kurz nach der Gründung im Bundestag mit dem Sachverständigen vertreten. Also eine ziemlich unübersichtliche Landschaft. Und Mariana CSCs, die auch sagen, sie sind ein Dachverband einzelner Subjekte, die alle Mariana CSC heißen. Mittlerweile mit Satzungen auf der Seite. Man kann auf Mariana CSCsdeutschland.de, glaube ich, die Homepage eigentlich, die URL, Satzungen für den Gesamtverein sehen, Satzung für den Zweigverein, nicht Zwerg, Zweig, Zwerg mit Zwerg, Zweigverein vor Ort. Man kann sich das alles angucken. Eine Beitragsordnung gibt es und einen ziemlich ausgiebigen FAQ-Bereich, wo ich auch den Eindruck habe, ein paar von unseren goldenen Transparenzregeln sind da aufgenommen worden und versucht worden, möglichst gut abzuarbeiten.
Also in dem Sinne ist zumindest meine Kommunikation so weit mit Mariana, dass ich sagen kann, es lohnt sich, die Jungs hier mal hinzusetzen und den paar Fragen zu stellen. Die werden ein paar Antworten haben. Ich habe aber auch noch ein paar Bedenken, ein paar Detailfragen letztendlich, ein paar grundsätzliche Fragen. Und ich bin sicher, hier im Raum sitzen auch viele, die einige Fragen haben. Und wir hatten viel Unruhe im Netz in der Zeit davor. Alle möglichen Kritikpunkte eben an diesem ganzen Konstrukt, Mariana. Ja, und ich freue mich jetzt tatsächlich, nicht nur den Chef von Mariana hier zu haben, Nils Habers, sondern auch noch einige Kollegen, die hier sind und die jetzt gemeinsam sich unseren Fragen stellen werden. Ich habe gestern schon mal kurz gesagt, die CDU hat nicht das Standing sozusagen, sich hier mal uns zu stellen, wofür ich auch Verständnis habe letztendlich, weil die uns gar nichts anzubieten haben. Aber Mariana CSC hat uns möglicherweise was anzubieten und deswegen hören wir uns das auch gerne an und sind aber trotzdem, ich jedenfalls für meinen Teil muss sagen, erstmal Respekt dafür, dass ihr hier seid, euch dem stellt. Zumindest dafür erstmal bitte einen kleinen Applaus. Ich sehe hier gerade einen Zettel, der hier liegt. Ja. Das wird gut, steht da drauf. Sehr schön. Wer auch immer das war. Wir fangen jetzt an mit einem kleinen Impuls erstmal, ja, und geben jetzt erstmal Mariana CSCs die Möglichkeit, zeitlich überschaubaren Impulsvortrag kurz das ganze Konzept vorzustellen. Dann stelle ich ein paar Fragen und dann bin ich gespannt auf eure. Und ich nehme natürlich den Chefsessel hier. Hört man mich? Ich freue mich riesig, dass ich heute hier sein darf, stellvertretend für alle Marianas sozusagen. Und ich nehme euch mit auf eine kleine Zeitreise. Zu Beginn damit, wie es angefangen hat, das war gar nicht von Anfang an das Ziel, das so groß aufzuziehen. Der Cannabis Social Club Göttingen wurde vor etwa einem Jahr gegründet. Im August hatten wir dann 25 Mitglieder. Wir waren auf der Suche nach einem Dachverband oder einem ähnlichen Konstrukt, haben leider nirgends so richtig Anschluss gefunden und uns dann versucht, mit anderen CSCs auch zu verbinden. Wir haben anderen CSCs angeboten, dass wir uns gegenseitig auf den Webseiten verlinken beispielsweise oder dass wir bei der Ausgestaltung der Satzung mithelfen. Allerdings ist dann sehr schnell das Problem aufgekommen, wenn man beispielsweise 10 CSCs hat. Die haben alle verschiedene Ansichten, die haben alle verschiedene Ziele. Das ist einerseits natürlich gut, und auch eine Stärke des Cannabismarktes, eine gewisse Diversität. Allerdings ist es dann natürlich auch schwieriger, Ziele zu erreichen. Wenn beispielsweise manche hydroponisch anbauen wollen, manche auf Kokos, manche mit Living Soil, dasselbe mit den Beitragsmodellen. Deswegen haben wir gesagt, wir möchten versuchen, einen einheitlicheren Weg zu gehen und sind so auf die Lösung des Gesamtvereins gekommen. Wir haben die Vereine selbst gegründet, alle 180 Standorte, die bei uns jetzt im Gesamtverein sind. Dann habe ich ein paar Bilder mitgebracht. Schlussendlich, weshalb sind die meisten Mitglieder in einem Cannabis Social Club? Weil sie anbauen möchten, weil sie Cannabis beziehen möchten. Und da wollen wir zeigen, dass wir auch schon da gut vorangehen, da Risiken eingehen, mit der Gewerbefläche beispielsweise, dass wir die schon anmieten, obwohl wir noch nicht mal eine Anbaulizenz haben, einfach weil wir davon ausgehen, weil wir davon überzeugt sind, dass wir die Anbaulizenz bekommen werden. Das ist natürlich nur ein Anfang, da fehlt noch viel, aber der Anfang ist auf jeden Fall gemacht. Dann haben wir hier die Frau Lüttke und den Herrn Kuhle im Bild. Wir versuchen viel mit Lobbyarbeit zu machen, Pressetermine, Politikertermine. Im Bundestag waren wir auch schon zweimal. Und, das ist auch ganz interessant, unsere Gemeinschaft. Wir sagen, wir haben viele Mitglieder. Okay, vielleicht sind das Leute, die sich nur irgendwo in den Newsletter eintragen oder sind das wirklich aktive Mitglieder? Die Frage ist gerechtfertigt. Ich glaube, das sind natürlich nicht alle Mitglieder, aber das sind jedenfalls die Mitglieder, die dazu bereit sind, ihren lokalen Verein als Ansprechperson zu repräsentieren. Und das zeigt ja eigentlich schon die Bereitschaft, die Gemeinschaft, die wir haben. Und das ist gar nicht mal unbedingt nur auf die Mariana-Gemeinschaft bezogen, sondern generell auf die ganze Cannabis-Gemeinschaft, auf die Cannabis-Community. Und hier sind auch einige, die uns schon geholfen haben, auch Leute nicht innerhalb unseres Verbandes. Von daher erstmal vielen Dank dafür. Hier sind ja auch Vertreter anderer Cannabis Social Clubs. Ist sicher interessant, deswegen habe ich die Liste einfach mal mitgebracht, unserer stärksten 90 Standorte. Dann könnt ihr einen Blick drauf werfen, wo ihr vertreten seid, wo wir vertreten sind.
dass das nicht Zahlen sind, die wir irgendwie uns ausdenken, sondern das sind reale Mitglieder. Wieso machen wir das überhaupt? Fünf Gründe eigentlich, die man so zusammenfassen könnte. Erstens, wir möchten den Schwarzmarkt zerschlagen. Zweitens, wir machen den Weg zurück in die Illegalität unmöglich. Drittens, wir ermöglichen den deutschlandweiten Bezug von absolut hochwertigem Cannabis zu fairen Preisen. Viertens, wir schaffen viele fair bezahlte Arbeitsplätze und holen dabei Menschen aus der Kriminalität. Das ist ein weiterer Aspekt, wie man den Schwarzmarkt tatsächlich verdrängen kann, indem man auch Alternativen anbietet, indem man sagt, okay, du kannst jetzt hier legal bei uns dein Geld verdienen, wenn du dein Wissen bei uns einbringst. Aber da muss man natürlich auch faire Arbeitsbedingungen und faire Gehälter schaffen. Das geht nicht mit einem 538-Euro-Job. Und dann werden wir eine bedeutende Organisation für Suchtprävention. Eigentlich das Thema Suchtprävention, das würde eine ganze Präsentation brauchen, um das vorzustellen. Im Bundeshaushalt 2024 wurden 13,2 Millionen Euro beschlossen für Suchtprävention und Jugendschutz. Das ist nicht so viel. Theoretisch, wenn wir alle richtig Gas geben, gar nicht nur auf Marihuana bezogen, sondern alle CSCs, alle Cannabiskonsumenten, dann könnte man theoretisch auch einen freiwilligen Beitrag garantiert das, was jetzt beschlossen worden ist, verdoppeln oder verdreifachen. Und alleine dadurch, wenn wir den Fokus auf Suchtprävention oder auf Jugendschutz legen, machen wir den Weg zurück in die Illegalität nochmal wesentlich schwieriger, weil wir dann Zahlen haben, wir haben Daten, wir können sagen, das haben wir jetzt geleistet, das haben wir gemacht für Suchtprävention und Jugendschutz. Die Herausforderungen wurden gestern schon ausreichend erläutert, von daher will ich da nicht mehr zu sehr ins Detail eingehen. Wir fokussieren uns lieber auf die Lösungen. Und die Frage, wie man Lösungen erreichen kann, im Mittelpunkt stehen viele Menschen, eine Gemeinschaft, ein Ziel. Dann ist natürlich die Frage, okay, wie ist das basisdemokratisch vereinbar, wie ist das damit vereinbar, wenn es verschiedene Ausrichtungen gibt, verschiedene Ziele. Aber das ist eben unser Ansatz und wir freuen uns natürlich auch, dass es andere Ansätze gibt, andere Verbände, andere Clubs, die es anders machen. Das ist auch gut so, aber schlussendlich kann man trotzdem zusammenarbeiten. Unser Gesamtverein wurde am 28.09. gegründet und hat unserer Meinung und der Meinung unserer Mitglieder sehr viele Vorteile und ist der Grund, weshalb wir jetzt schon weiter sind als manche andere. Noch ein ganz großer Vorteil ist beispielsweise die Verhandlungsposition mit besonderen Konditionen. Man kann sich das so vorstellen, wir brauchen logischerweise Beleuchtungsgeräte, wir brauchen Klimageräte. Angenommen, wir gehen jetzt zu einem Hersteller für Beleuchtung und Klimageräte und sagen, wir haben 180 Standorte oder wir möchten 180 Standorte aufbauen. Dann rollen die uns natürlich sofort den roten Teppich aus und bieten uns sehr, sehr gute Konditionen, die wir sonst gar nicht bekommen könnten. Normalerweise, wenn man für eine Leuchte im Einzelhandel 1.000 Euro bezahlt, würden wir 300 bis 400 dafür zahlen. Das ist so die Marge, in der man sich dann bewegt, wenn man sehr große Mengen abnimmt. Unser kleiner Beitrag. In Deutschland gibt es 4,5 Millionen Cannabiskonsumenten. Angenommen, 33% davon sind potenzielle CSC-Mitglieder. Dann sind das 3.000 Cannabis-Social-Clubs mit jeweils 500 Mitgliedern. Barcelona hat 1,6 Millionen Einwohner, 200 Cannabis-Social-Clubs. Hamburg hat 1,8 Millionen Einwohner und bisher, stand gestern, 12 eingetragene Cannabis-Social-Clubs. Von daher, wir gehen jetzt mit 180 Clubs ins Rennen. Wir wollen allerdings niemandem etwas wegnehmen. Es ist genug für alle da und wir gehen davon aus, dass die Nachfrage wesentlich höher ist als das Angebot. Sobald man liefern kann, sobald man das Produkt hat, sobald man den Anbau wirklich zeigt, dass was da ist, werden sofort die 500 Plätze voll sein. Davon sind wir überzeugt. Wie genau ist das überhaupt aufgebaut? Wir sind ein Gesamtverein, ein Beispiel zum Beispiel der DLRG, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, ist auch ein Gesamtverein. Die einzelnen Vereine, die Zweigvereine sind Vereine im Verein, rechtlich selbstständig, das sind dann die Vereine, die die Anbaulizenzen beantragen. Aktuell 180 Standorte mit 18.770 Mitgliedern. Wie genau ist das eigentlich finanzierbar? Man könnte sich jetzt denken, okay, 180 Standorte mal 100.000, 18 Millionen, unmöglich, dass wir das jemals gestemmt bekommen. Aber das stimmt so nicht so ganz, denn das wird natürlich
quartalsweise, etappenweise aufgebaut. Und der Vorteil in unserer Größe liegt auch darin, dass wir besondere Konditionen bekommen, wie vorhin angesprochen, auch mit dem Aspekt Herstellerfinanzierung. Dass die Hersteller dazu bereit sind, Kosten zu übernehmen und wir dann die Kosten innerhalb von beispielsweise 2 Jahren abbezahlen. Mariana, was genau ist das überhaupt? Sind das Leute, die da versuchen, Geld rauszuziehen? Was steckt dahinter für eine GmbH oder für ein Unternehmen? Wir haben versucht, das möglichst transparent hier jetzt klarzustellen. Das ist allerdings kein Bild, wie es jetzt schon tatsächlich ist. Das wäre so eine Art Idealkonstrukt, wie es aussehen soll, nach Rücksprache auch mit unseren Mitgliedern. Weil wir möchten die damit einbeziehen und wir möchten auch, dass sie davon profitieren. Zum Beispiel durch die Mariana Beteiligungsgesellschaft. Man kann nun dagegen hetzen, wenn man irgendwie wirtschaftlich tätig sein will oder kommerziell bis zu einem gewissen Grad auch. Aber unabhängig davon, jeder Cannabis Social Club wird ja irgendwo Beleuchtungsgeräte einkaufen müssen, Klimageräte einkaufen müssen. Und schlussendlich sind irgendwo dann da in der Kette auch Leute dabei, die damit Geld verdienen. Und dann ist es ja nur gut, wenn wir uns möglichst gut überall in die Kette einbringen, sodass wir entscheiden können, wer verdient wo dran. Was für Kosten entstehen da tatsächlich? Sind die Kosten gerechtfertigt, die unserem Gesamtverein dafür in Rechnung gestellt werden? Wir sind ja heute auch hier, um gegrillt zu werden. Von daher wollte ich vorab schon mal ein paar Fragen eventuell vorwegnehmen. Woraus haben wir gelernt in den letzten Wochen und Monaten? Eventuell sind wir anderen CSCs auf die Füße getreten, dadurch, dass wir so aufgetreten sind, dass da Verwechslungen aufgetreten sind mit anderen Cannabis-Social-Clubs. Dazu wollen wir sagen, wir sind jederzeit dazu bereit, unsere Internetpräsenz anders aufzubauen. Wir können euch gerne verlinken, wenn es da Probleme gibt. Wir haben überall jetzt den Namen angepasst. Es kann sein, dass es 1, 2 Clubs gibt, wo das noch nicht passiert ist, aber es wird jetzt schnellstmöglich passieren, dass ganz klar ist, Mariana und keine Verwechslungsgefahr mit einem anderen CSC. Und wenn ihr trotzdem weiterhin die Gefahr seht, dass da eine Verwechslung bestehen könnte, kontaktiert uns gerne und dann werden wir da eine Lösung für finden. Der zweite Punkt, wir sind nicht kulant genug mit den Mitgliedern bei Kündigung. Daher wurde letztes Mal auch schon der Vorschlag gemacht, ein Mitglied wird erst Mitglied, sobald der Beitrag bezahlt wurde. Finden wir eine gute Lösung. Allerdings ist da unser Software, unser Buchhaltungssystem noch nicht so ausgelegt. Das ist jetzt der zweite Schritt. Das werden wir machen, aber das dauert einfach noch ein bisschen. Der erste Schritt ist, dass unmissverständlich klargemacht wird. Das haben wir unserer Meinung vorher auch schon, aber gut, man kann Sachen immer verbessern. Jetzt ist es ganz klipp und klar, auch im Anmeldeformular beispielsweise, steht dann explizit drin, es gibt eine Mindestdauer von 3 Monaten und man muss das Häkchen anklicken, dass man es gelesen hat. Solche Kleinigkeiten haben wir jetzt noch geändert. Und dann könnten wir den Eindruck erwecken, als wenn wir irgendwie zu aggressiv auftreten, als Einzelkämpfer auftreten wollen oder werden. Aber das ist gar nicht unser Ziel. Wir reichen gerne die Hand. Wir sind jederzeit dazu bereit, mit anderen zusammenzuarbeiten. Und um da auch wirklich Taten folgen zu lassen, wir haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten unser Präventionskonzept ausgearbeitet, mit Ärzten unter anderem auch, mit anderen Behörden. Das Präventionskonzept ist schon sehr gut und wir sind dazu bereit oder wir werden das Präventionskonzept komplett kostenfrei allen anderen CSC zur Verfügung stellen. Ihr könnt das einfach kopieren, ihr könnt euren Namen darüber schreiben. Ihr braucht noch nicht mal schreiben, was es von Mariana ist. Sicher gibt es bei uns auch Fehler, das ist nicht perfekt, keine Frage, aber das wäre dann ja auch ein Dokument, was die ganze Community, alle Cannabis-Social-Clubs gemeinsam immer weiter verbessern und anpassen könnten. Dasselbe mit der gemeinnützigen Unternehmergesellschaft, risikominimierender Cannabiskonsum, RICO. Wir haben gesagt, wir wollen einen Fokus jetzt auf Suchtprävention, auf Jugendschutz legen, um den Weg zurück in Illegalität unmöglich zu machen. Das ist unserer Meinung nach ein Weg und da laden wir jeden ein, gerne dabei mitzumachen. Völlig kostenfrei wollen wir dabei Schulungen und Konzepte für andere CSCs anbieten. Wir haben mittlerweile in Göttingen schon 3 Schulungen abgehalten mit mehreren Dutzend Teilnehmern. Und dann noch einmal, wir wollen uns eigentlich nicht weiter zersplitten. Wir sind jetzt als Gesamtverein zwar da, aber wir können uns ja auch in andere Strukturen mit einbinden. Also ich denke nicht, dass es, oder unsere Mitglieder auch, denken nicht, dass es schlau ist, wenn man sich immer weiter zersplittert, sondern wir sind dazu bereit, auch mit dem CRD beispielsweise, können wir uns gerne einbringen, können wir uns gerne anschließen. Wir bringen unsere Vereine, wir bringen unsere Mitglieder, wir bringen unsere Experten und wir können Mitglied bei euch werden. Wir wollen eigentlich keinen externen oder neuen Verband mehr aufmachen, weil wir gemeinsam versuchen sollten, die Ziele jetzt zu verfolgen. Und dazu kommt, jeden Sonntag
Vielleicht war der eine oder andere schon da, haben wir einen Stammtisch bei uns auf Discord. Alle sind herzlich dazu eingeladen. Kommt gerne vorbei. Und damit beende ich den kurzen Vortrag. Ja, das hat doch gut getaugt als ersten Eindruck. Genau, nehmen wir ruhig wieder Platz, entspannen wir uns alle ein bisschen. Und ich steige jetzt mal mit ein paar Fragen ein. Ich nehme aber auch an, dass viele von euch jetzt schon auf den eigenen Fragen sitzen und werde die Runde ziemlich bald eröffnen. Das hier ist die Eskalation der Publikumsbeteiligung auf der Canoco sozusagen. Aber ich fange trotzdem mal selber an. Ihr habt in der Satzung, ich habe eben zumindest reingelesen, stehen, dass im Gesamtverband der Vorstand aus einer oder mehreren Personen bestehen. Jetzt frage ich mich, gab es eigentlich schon eine Mitgliederversammlung, die auf dieser neuen Satzung, wie sie jetzt auf der Homepage ist, basierte? Und gab es die Vorstandswahlen und wie viele Vorstandsmitglieder gibt es? Und gegebenenfalls, wer außer dir ist im Vorstand von Mariana? Zurzeit für den Gesamtverein gibt es ein Vorstandsmitglied, das bin ich. Ich bin aber auch dazu bereit, das gerne mit jemandem zu teilen oder irgendwann auch abzugeben, das ist keine Frage. Allerdings muss man dazu sagen, aus haftungstechnischen Gründen haben viele auch einfach keinen Bock darauf, weil der Verein noch nicht eingetragen ist, der Gesamtverein, dass dann mit der Haftung anders schwieriger aussieht. Vor allem, wenn man schon Gewerbeflächen anmietet oder das Vereinslokal. Man hat vorhin gesehen, wir haben das erste Vereinslokal bereits am 1.3. angemietet, obwohl die Legalisierung noch nicht mal beschlossen war. Und da bin ich überall privat in der Haftung drin, weil überall auch meine Unterschrift draufsteht. Beispielsweise haben wir da also auch nicht die Vorstände, die sich da jetzt drum reißen. Und die Mitgliederversammlung, die hat stattgefunden. Das ist die Satzung, die tatsächlich beschlossen wurde. Der Vorstand, also ich, wurde schon letztes Jahr gewählt. Jetzt aber auf der Mitgliederversammlung, die vor kurzem stattfand, da wurde ich bestätigt, weil ich als alleiniger Vorstand da bin und das nochmal so eine Art Besonderheit ist. Wer sind die vier Partnerunternehmen, die auf der Seite genannt sind? Das ist nichts Konkretes. Das ist etwas, was wir auch nochmal unbedingt auf der Webseite überarbeiten müssen. Wir haben am Anfang versucht, mit möglichst vielen Leuten zusammenzuarbeiten, an uns zu binden. Beispielsweise auch Hazefly kennen vielleicht die einen oder anderen. Das ist so eine Seite, auf der man Cannabis-Social-Clubs vergleichen kann oder wo die dargestellt werden. Mit denen hatten wir so eine Art Partnerschaft. Wir haben uns gegenseitig auf den Webseiten verlinkt, die Verlinkungen aber wieder gelöscht, weil wir uns da nicht sicher waren, wie es mit Sponsoring, mit Werbeverbot aussieht. Und das sind einfach die Partnerunternehmen. Jetzt ein zweites wäre Cansino beispielsweise. Ja. So, wie sieht's aus? Gibt es hier schon Meldungen? Habe ich da Ja gehört oder noch nicht? Muss ich noch ein bisschen aufwärmen hier weiter? Da hinten ist eine Meldung. Ich habe eine kurze Nachfrage, wenn es um das Werbeverbot geht. Wenn ihr euch nicht sicher mit dem Werbeverbot seid, wieso hängt ihr dann Plakate auf, wo drauf steht, man kann bei euch Mitglied werden? Ja, wir versuchen uns da stark von abzugrenzen. Also zum Beispiel, wir schalten auch eine Kampagne auf Social Media, das ist kein Geheimnis. Da legen wir den Fokus aber auf Informationen. Wir haben eine Agentur dafür eingeschaltet, wir haben denen klare Anweisungen gegeben, gesagt, es gilt ein Werbeverbot, setzt euch damit auseinander, schaut, was ihr hinbekommt. Wir haben unseren Anwalt zur Verfügung gestellt und wir haben gesagt, der Fokus liegt auf Information, auf Prävention. Weil schlussendlich diejenigen, die Cannabis konsumieren, die müssen wir abholen, denen müssen wir zeigen, dass es andere Wege gibt als den Schwarzmarkt, aber wir sollten keine neuen Konsumenten gewinnen oder Leute zu Konsumenten erziehen. Und das ist einfach auch eine Gratwanderung, die sich jetzt in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren entscheidet, was tatsächlich erlaubt ist, was notwendig ist und was nicht notwendig ist. Ja, hi. Ich habe mich tatsächlich noch nicht wirklich mit Mariana beschäftigt. Wie ist das? Ihr habt jetzt eben gesagt, 180 Standorte, Vereine schon gegründet, eingetragen. Oder wie sieht da der Standpunkt momentan aus? Also wo stehen die im Moment? Und jetzt habe ich gesehen, Mitglieder sind ja schon teilweise relativ viele vorhanden. Was macht ihr, wenn eine Satzung nicht genehmigungsfähig ist? Also ob die Satzung nicht genehmigungsfähig ist, die erste ähnliche haben wir schon eingetragen. Das ist eine in Göttingen. Wir gehen davon aus, dass sie genehmigungsfähig ist. Unserer Meinung nach spricht nichts dagegen. Und das könnte eventuell sogar eine Stärke sein, wenn man so viele Clubs hat.
Weil dann könnten wir auch in Bayern sagen, ey, überall, wir haben schon 100 Anbaulizenzen beispielsweise, wir haben 100 eingetragene Vereine, außer bei euch, ihr stellt euch quer. Also seht mal zu, dass ihr in die Potte kommt. Ja, wobei, also ich habe mich jetzt eigentlich eher auf die Anbaulizenz, später die Genehmigung bezogen, nicht auf den Eintrag ins Registergericht, weil mit so vielen Mitgliedern nochmal eine komplette Mitgliederversammlung zusammenzubringen, oder, also wie ist da euer Ansatz, wie wollt ihr das lösen? Ihr dafür vielleicht erstmal noch zu der ersten Frage. Das sind alles gegründete Vereine, aber größtenteils noch nicht eingetragen. Also die Vereine existieren, die sind gegründet, aber eben nicht eingetragen. Wie wir das lösen mit den Mitgliederversammlungen? Die einzelnen CSCs sind rechtlich selbstständig, also die einzelnen Zweigvereine sind rechtlich selbstständig. Und da werden selbstverständlich auch Mitgliederversammlungen abbehalten, die können auch ihre Satzung ändern. Und was die Mitgliederversammlung des Gesamtvereins angeht, dort haben wir eine Delegiertenversammlung, ähnlich wie im Bundestag beispielsweise. Jeder Zweigverein stellt einen Delegierten und der Delegierte ist dann auf der Delegiertenversammlung des Gesamtvereins. Dann mache ich einfach weiter. Ja, also, ich bin Olli Waag, ich bin bei Endcode und im Vorstand vom Dachverband Cannabis Social Clubs, beziehungsweise, na, das ist ein blöder Name, aber ich habe immer Schwierigkeiten, ihn auszusprechen. Wir haben im Grunde dasselbe vor wie ihr, aber nicht so zentralistisch und nicht mit so einer Parteistruktur. Dann stellst du dich dahin und zeigst uns 180 Clubs und wenn ich auf eurer Seite den Links folge, lande ich in Mannheim. Und wenn ich mir Lüdenscheid angucke, den du als Säule eures Vereins hier präsentierst, dann sehe ich nichts in Lüdenscheid. Ich habe ein bisschen den Verdacht, ihr blendet ein wenig, um eure Größe ein bisschen aufzublasen. Ja? Und auch ein zentralistisches Prinzip ist in meinen Augen dem CSC konträr, weil sie eben so verschieden sind. Und ich bin nicht geneigt, eine Schablone zu entwerfen, die dann für viele CSC gelten soll. Ich finde auch ein Delegiertensystem äußerst bedenklich, weil wir keine Partei sind. Und vor allen Dingen nervt es mich, dass ihr so frei tut, aber zum Beispiel steht in eurer Satzung, dass ein Verein, der eine Satzungsänderung vornehmen will, das nur über euch tun kann. Und dass das an euch vorbei muss quasi, am Hauptverein. Und der muss das genehmigen. Und das ist ein ziemlich bürokratischer Aufwand. Und da sehe ich noch nicht so richtig den Erfolg. So. Und ich finde es auch okay, wenn wir mehr politische Stimmen haben. Und natürlich ist es okay, wenn wir mehrere Verbände haben. Aber wenn ein Verband schon im Lobbyregister eingetragen ist, bevor er ein eingetragener Verein ist, dann bin ich misstrauisch. Das bleibe ich auch. Okay, ist auch völlig in Ordnung, misstrauisch zu sein. Schlussendlich ist nachher das Ergebnis entscheidend, wo die Mitglieder selbst Mitglied werden wollen. Wir versuchen das ja jetzt offen, transparent zu kommunizieren. Die können sich selbst entscheiden, was für einer Struktur sie beitreten. Und genau das ist auch die Stärke, eben diese Diversität. Aber die Diversität muss man ja nicht nur auf der kleinsten Ebene leben, sondern die kann man ja auch auf Verbandsebene leben oder auf Gesamtvereinsebene. Unser Konzept kann gerne auch kompiert werden, das ist kein Problem. Ich würde da gerne, übrigens, hallo, ich bin der Keno, ich werde hier und da liebevoll oder auch mal wütend der Prediger des Marianerordens genannt. Ich glaube, das trifft es ziemlich genau. Was die Delegiertenversammlung angeht, da kann ich verstehen, dass das einen Beigeschmack haben kann, weil es eben einfach eben parteiischen Strukturen sehr, sehr ähnlich kommt. Aber da dürfen wir nicht vergessen, das entspricht einfach der Realität nicht nur in Parteien, sondern bei vielen großen Vereinigungen, egal in welcher Form. Es ist äußerst schwierig, über 10.000, jetzt gerade fast 20.000 Menschen, alle irgendwie genau organisiert, verifiziert zusammenzukriegen. Und das ist natürlich weit verbreitet, dass hier Interessenvertreter auch eben, also Interessenverbände, auch Interessenvertreter zu bestimmten Veranstaltungen stellen. Das ist gang und gäbe. Und ich kann das Gefühl nachempfinden, aber die Realität ist einfach so, dass wir es jeden Tag überall sehen und es ist normal und altbewährt. Also ja, ich bin Henry, ich bin der Koordinator von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Cannabis-Anbauvereinigung. Wir streben schon danach, den Markt auch zu glätten, transparent zu machen und
übersichtlich vor allem auch in den moralischen Kodex zu heben. Und mich würde speziell auch mal interessieren, in welcher Abhängigkeit stehen die Clubs nun wirklich? Du hast gerade gesagt, das wären eigenständige, unabhängige Clubs. Jetzt hat Olli gerade erwähnt, da gibt es doch eine sehr starke Macht von der großen Mutter, die da wirklich auch durchgreifen kann. Zweite Frage ist, in welchem Verhältnis stehen die Vorsitzenden dort zu euch? Sind die finanziell abhängig? Werden die vergütet? Und inwieweit müssen die da in eurem Sinne den Laden zusammenhalten? Oder kann das auch mal leben als Community von Mannheim oder Buxtehude? Wir möchten die einzelnen Vorstände der Zweigvereine auf 538-Euro-Basis anstellen, also auf Minijob-Basis. Aber das ist deshalb so ähnlich beispielsweise wie ein Vorstand im Feuerwehrverein. Bei der Freiwilligen Feuerwehr möchten wir das auch ähnlich gestalten, dass Leute, die Bock haben, einfach auf Cannabis, auf die Community, die Gemeinschaft, dass sie das bei uns machen können, dass die meinetwegen 2-3 Stunden die Woche darin investieren und dann die restliche Unterstützung kommt über den Gesamtverein. Das Ziel ist, dass wir auf Gesamtvereinsebene auch Personal einstellen, jetzt mit der Bezeichnung Standortleiter. Ein Standortleiter betreut dann 5 Zweigvereine und unterstützt da die lokalen Vorstände vor Ort, sodass die Vorstände relativ wenig Arbeit haben. Klar, mit dem zentralisierten Aufbau, da kann ich offen zu sagen, wir versuchen das so zentral, wie es geht, zu machen. Schlussendlich, wir werden uns da die Behörden und die Gesetze die Rahmenbedingungen aufzeigen, wo das nicht geht. Und da hangeln wir uns entlang und da müssen wir uns auch dran halten. Aber jetzt gerade für uns und das, was wir so die letzten Monate, die letzten Wochen erreicht haben und auch für unsere Mitglieder, sehen die einfach einen sehr großen Vorteil darin, wenn das so zentral gesteuert ist. Ich hatte auch noch eine Frage. Also ihr habt jetzt gesagt, dass das Ehrenamt bezahlt wird für 538 Euro. Wie stellt ihr euch denn eure eigenen Gehaltsvorstellungen vor? Übliche Konditionen. Also das, was man auch auf dem normalen Markt verdienen würde. Also als Vorstand. Und warum sagt ihr dann, dass die anderen Vorstände mit den CSC auf Ehrenamtbasis arbeiten? Also ich bin Vorstand und werde dann im... Also ich bin Vorstand und werde dann im Laden arbeiten und mache das seit dreieinhalb Jahren ehrenamtlich und verlange gar kein Geld von mir und mache einfach nur, weil ich Bock drauf habe und verstehe halt nicht, also ich kann 540 Euro damit verdienen und jedes meiner Mitglieder auch. Ja, ist ja auch cool, dass du das machst, davon haben wir auch einige bei uns, aber schlussendlich kann sich ja jeder seinen Weg selbst aussuchen. Wenn man berufstätig ist und sagt, ich habe nur 2-3 Stunden die Woche, dann werde ich halt nur Vorstand, oder was heißt nur, dann werde ich halt Vorstand auf Minijob-Basis und bekomme Unterstützung des Gesamtvereins. Wenn ich aber sage, ich will jetzt da meinen Beruf oder das ist meine zukünftige Profession, dann kann ich ja eine Stufe höher gehen und werde Standortleiter und betreue dann 5 Vorstände. Ja, aber ganz kurz mal als Einordnung, also ich war Vorstand, Präsident von NCOT, also wo ihr auch Mitglied seid. Mein Gehalt waren 0 Euro. Das, also, um das mal in Kontext zu setzen. Das Ziel von dieser Gesetzgebung, deswegen bin ich auch immer noch ein bisschen zweifelig, dass das überhaupt rechtssicher ist, ist, dass es ein nicht kommerzieller Anbau ist. Eigenanbau gemeinschaftlich, das ist, was erlaubt ist. Deswegen, ich kann das nicht nachvollziehen. Und auch ein Punkt, und da lasse ich mich gerne, also da mag ich mich irren, aber ich habe eben gesehen, in Darmstadt gibt es mehr als 300 Mitglieder. Ich bin seit Jahren in Darmstädter Aktivisten- und Grow-Szene aktiv. An etlichen Ständen, Partys, sonst was, sieht man mich dort. Auch Demos und Co. Und ich kenne da niemanden. Und das ist doch schon ein bisschen suspekt. Also nur mal kurz zu sagen, woher ein bisschen die Zweifel kommen. Ja, wie gesagt, jeder kann ja seinen eigenen Weg gehen. Wenn ihr meint, ihr könnt das besser, macht es besser. Das mit der Gemeinschaft, das ist auch absolut richtig. Wir planen von uns aus, ich glaube, das kam gerade nicht richtig rüber, wir planen anzubieten an und die Vorstände der lokalen CSCs, sie auf Minijob-Basis anzustellen, weil wir wirklich glauben, dass wenn wir dazu imstande sind, einfach auch Wertschätzung zu geben auf verschiedenen Ebenen. Und wenn sich jemand wirklich dazu bereit erklärt und sagt vor Ort, ich will diese Verantwortung übernehmen, ich will das Ganze für uns zusammen vorantreiben, dann ist doch für den Aufwand, für Fahrten, für die Zeit, ist das nicht
nicht viel, aber es sagt doch schon viel aus. Und es gibt auch Interessenten für Vorstände, die sagen von sich aus, nein, aus einkommenstechnischen Gründen oder auch wegen der Rente, wegen verschiedenen Sachen, wir leben in Deutschland, wir kennen das alles, möchten sie keinen Minijob machen, sondern das auch wie ihr ehrenamtlich tun. Und das ist doch super geil. Aber warum denn jemanden, der das machen möchte, wie viele von euch hier das schon tun, nicht auch noch bei uns sagen, ist okay, wir wollen es so angenehm wie möglich gestalten. Das ist auch für uns einfach aus unserem System, aus unserer Frage, eine Frage der Wertschätzung, weil wir die Möglichkeit dazu haben. Das heißt aber nicht, dass wir es nicht großartig finden, wenn jemand das freiwillig machen möchte und sagt, hey, nee, ich brauche das nicht, ich stehe da vollkommen dahinter. Das ist kein Widerspruch, auch wenn das vielleicht sich im ersten Moment so anhört. Beides ist absolut möglich. Dazu würde ich vielleicht auch gerade mal noch was sagen. Und zwar glaube ich, dass es gar nicht funktionieren kann, Anbauvereine in der Zahl, wie wir sie brauchen, in der Größenordnung, wie wir sie brauchen, komplett nur durch ehrenamtliche Vorstände organisieren zu lassen. Und das ist auch nicht die Realität, die ich erlebe, wenn ich mit Leuten rede, die jetzt kurz davor sind, einen Antrag zu stellen oder die insgesamt eben die maßgeblichen Personen sind im jeweiligen CSC vor Ort, auch unabhängig von irgendwelchen Ketten oder Gesamtvereinen, die versuchen oder haben den Traum, ihr Hobby zum Beruf zu machen, letztendlich ihr Geld mit diesem CSC zu verdienen. Viele davon auf jeden Fall, und das finde ich überhaupt nicht verwerflich, wenn man den ganzen Tag letztendlich arbeitet. Letztendlich war das von Anfang an auch der Ansatz des Handverbands, dass wir gesagt haben, wir können nicht die Legalisierung in ehrenamtlichen Strukturen machen. Wir brauchen professionelle Strukturen, wir brauchen bezahlte, gute Leute, die sich wirklich voll darauf konzentrieren können, das zu tun, was sie tun, und eben auch ganztags dran arbeiten. Und ich würde auch erwarten, dass auch zum Beispiel jetzt die Dachverbände, die sich jetzt gerade ansonsten noch so aufstellen, die bisher nur ehrenamtlich arbeiten, auch anstreben, Leute zu bezahlen für die Arbeit, weil sie sonst die Anforderungen und Erwartungen, die an sie gestellt werden, gar nicht erfüllen können. Und insofern, wenn jetzt Nils zum Beispiel den ganzen Tag arbeitet dafür, ich gehe davon aus, dass das jetzt nicht nur 2-3 Stunden die Woche sind, dann würde ich das auch selbstverständlich finden, dass zumindest er anstrebt, dafür auch bezahlt zu werden. Ja, da hat man nur ein bisschen Senf dazu. Das sind die nächsten Meldungen. Ich hatte 2 Anmerkungen. Hallo, ich bin Sina aus dem CSC Highground, bin dort die Präventionsbeauftragte. Zum einen eine Anmerkung zu Nils Vortrag, warum sind Leute in einem CSC? Da hast du geantwortet, weil sie Cannabis anbauen und abholen wollen. Da muss ich klar widersprechen, denn das ist nicht der Sinn eines CSCs. Wenn du der Meinung bist, das ist so, dann hast du das Konzept CSC leider nicht verstanden. Und zum Zweiten habe ich eine Frage, und zwar hast du eure Struktur vorgestellt als Mischung aus Franchise, Startup und Verein. Ich sehe das als Kernproblem, denn ich weiß nicht sicher, wie ihr feststellen wollt oder wie ihr sicherstellen wollt, dass der Franchise- und Startup-Part auch entsprechend eingehegt werden. Vielen Dank für die Frage. Das habe ich tatsächlich nicht großartig betont bei der Präsentation. Der Social-Bereich, der spielt natürlich auch bei uns eine Rolle. Wir haben uns auch dazu entschieden, auch die Anbauvereinigungen Cannabis-Social-Clubs zu nennen, weil das ein Ziel ist, auf das wir hinarbeiten wollen, dass dann irgendwann das Socializing darin auch erlaubt ist. Aber schlussendlich, das Cannabis-Social-Club-Konstrukt, wie wir es aus anderen Ländern kennen oder uns wünschen würden, das ist sowieso unserer Meinung und auch der Vorredner von gestern oder viele Probleme, die einfach vorgestellt wurden, so nicht umsetzbar. Von daher spricht ja auch nichts dagegen, dass man die Begriffe neu auslegt, neu definiert, schaut, was damit machbar ist. Also ich würde mich wirklich freuen, wenn euer Konstrukt klappt. Also desto mehr Menschen Zugang zu sauberen Cannabis haben, desto besser. Allerdings habe ich hier so ein kleines Problem an der Stelle. Als du gesagt hast, du findest keinen Vorstand im Gesamtverein, der die Haftung tragen möchte. Was macht dich so sicher, Vorstände für die 180 Zweigvereine zu finden, die die Haftung tragen und ihre ganze Macht an dich persönlich abgeben? Also die Administration, Organisation wird ja alles von dir geleitet. Genau, aber da kommen eben wir ins Spiel. Das ist vielleicht auch unsere Stärke oder das, was wir versuchen als Stärke aufzubauen.
Wir gründen die einzelnen Zweigvereine, wir bereiten alles vor, wir kümmern uns um die Mitgliederversammlungen, um die Satzungen, um das Rechtliche, um die Finanzierung des Anbaus. Wir haben sozusagen einen gemachten Sessel und dann bieten wir einfach nur einem Mitglied des CSCs an. Du darfst dich gerne in den Sessel setzen, du darfst Vorstand werden. Du hast ein paar Arbeiten, das ist allerdings alles hobbymäßig machbar. Dafür wirst du entlohnt. Wenn du das nicht willst, nicht, dann findet sich jemand anderes. Die Frage war, glaube ich, vor allen Dingen bezogen auf die Zuspitzung auch im Gesamtverein, an der Spitze sozusagen, auf Bundesebene, auf deine Person. Und die Aussage, dass es schwierig ist, noch weitere Personen zu finden, die bereit sind, diese ganze Verantwortung zu übernehmen. Vielleicht magst du die Antwort nochmal in die Richtung ein bisschen zuspitzen. Okay, ja, das stimmt. Das kann ich gut nachvollziehen. Aber deswegen bin ich eben jetzt auch da an dem Vorstandsposten, weil ich da die Verantwortung übernehme, weil ich die Haftung übernehme, das Risiko größtenteils auch. Und dafür bin ich eben auch da und das ist so in Ordnung. Das ist ein Posten, den ich mir jetzt selbst ausgesucht habe, den mir die Mitglieder auch eingestehen oder da sind die dankbar, dass ich das für die übernehme. Ja, ich habe zwei Fragen an dich. Einmal, wenn ich bei euch Mitglied bin, an wen bezahle ich meinen Mitgliedsbeitrag? Also bezahle ich den an den Verein vor Ort oder bezahle ich den Beitrag an den Gesamtverein? Und zweitens, welche finanziellen Beziehungen bestehen zwischen den Einzelvereinen und den Gesamtvereinen? Das ist eine sehr gute Frage, die ich leider noch nicht im Detail beantworten kann. Das ist etwas, was wir steuerrechtlich gerade noch am Überprüfen sind. Ist natürlich relevant, ob man beispielsweise 180 Jahresabschlüsse machen muss für den Verein oder einen Jahresabschluss für den Gesamtverein. Unser Steuerberater hat gesagt, er arbeitet darauf hin, dass wir es hinbekommen mit einem Jahresabschluss für den Gesamtverein. Wie das dann genau buchhalterisch aussieht, da bin ich einfach nicht der Experte. Ja, also ich wollte erstmal generell sagen, dass ich nichts gegen diese großen Strukturen habe, dass ich sogar glaube, dass man die in Deutschland brauchen wird, um irgendwie gegen den Schwarzmarkt vorzugehen und überhaupt diese Nachfrage decken zu können. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir so viele Dachverbände haben, muss ich sagen. Also das ist so eine Sache, da sollte man vielleicht noch dran arbeiten. Was ich aber schwierig finde, wenn sich größere Gruppen bilden, ist halt das Gesamtkonzept dahinter. Ich habe eben eure Preisliste gesehen, die mich so ein bisschen stutzig gemacht hat für Anbauvereinigung. Also ich weiß jetzt nicht, wie genau die ausgearbeitet ist. Vielleicht war es auch nur so ein ganz über den Daumen gepeiltes Muster oder so. Aber wenn ich mir dann Klima angucke, ich glaube, das war mit 20.000 Euro beziffert. Wenn ich mir dann bauliche Maßnahmen mit 10.000 Euro angucke, oder Sicherheit mit 3.000 Euro, dann finde ich das ja fast utopisch. Elektro 3.000, also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass die meisten Vereine, die über plus 15 Kilo oder sowas produzieren wollen, eine Wandlermessanlage brauchen. Und allein da wirst du mit einem Elektromeister bei 5.000 Euro liegen. Also es ist so ein bisschen ich finde Strukturen sehr gut. Strukturen helfen allen. Ich glaube, das ist auch wichtig. Ich glaube nur, dass man insbesondere in der Struktur immer sehr transparent nach außen gehen muss und zeigen muss, was man schon hat, was man kann, was wichtig ist und was man auch wirklich leisten kann. Und gerade bei der Tabelle, die du eben gezeigt hast, würde ich auf jeden Fall nochmal drüber gucken. Also die Tabelle ist die Berechnung für die Anbauvereinigung oder für die Anbaulocations ist sicher nicht auf den Euro genau, aber trotzdem schon ziemlich genau. Einzelne Positionen wie die Sicherheit, ob es jetzt 3.000 Euro kostet oder 5.000, wir kalkulieren mit 100 bis 150.000. Und das ist auch das, was wir jetzt festgestellt haben bei den ersten Verhandlungen, bei der ersten Einrichtung für die Location. Und schlussendlich, deswegen machen wir das ja auch, deswegen bauen wir jetzt die erste Anlage schon auf, um daraus zu lernen, falls wir völlig daneben liegen sollten mit der Kalkulation. Aber jetzt der aktuelle Stand, da sieht das nicht so aus, dass wir da völlig daneben liegen. Immer mit dem Mikro, genau. Denken wir ans Video, ja. Wir sind hier, wir reden hier vor 20.000 Leuten wahrscheinlich, wenn die sich angucken. Ich wollte noch sagen, ohne die Immobilie macht das ja nicht wirklich Sinn. Ne? Also die Sache ist, eine Anlage kann man jetzt ziemlich genau beziffern, wenn man weiß, wie viel Produktionsmenge halt hinterher dabei rauskommen soll.
Man kann wahrscheinlich auch den Stromverbrauch relativ genau beziffern, weil man weiß, wie viele Lampen man hat, was für ein Klimagerät man hat. Das sehe ich alles, total. Aber solange ihr jetzt nicht Hallen selber baut für die Anbauvereinigung, werdet ihr ja auf Bestandsimmobilien zurückgreifen müssen. Das heißt, ihr werdet oft in eine Umnutzung reinlaufen. Ihr wisst nicht, was für elektrische Gegebenheiten sind. Vielleicht gibt es sogar eine Halle, die überhaupt nicht die Anschlussleistung am Anfang hat. Das heißt, da müssen dann gegebenenfalls Straßenzüge aufgerissen werden, um neue Leitungen zu verlegen. Und auch sicherheitstechnisch, sagen wir mal, wir hätten jetzt hier die Fensterfront. Wenn wir da allein die Fenster austauschen, sind wir wahrscheinlich bei 40.000 Euro. Also ich würde das halt wirklich mir überlegen, das auf den Verein runterzubrechen. Also es ist schwierig. Für die Anlage würde ich sowas machen, wie ihr macht, aber für die Immobilie selber ist das im Prinzip eigentlich nicht machbar. Das ist völlig klar, das ist auch für die Anlage. Aber trotzdem kalkulieren wir da durchschnittlich mit Kosten von bis zu 150.000 Euro. Aber ja klar, das sind natürlich andere Bedingungen, auch die Gewerbefläche, die wir jetzt gemietet haben. Da werden auch bauliche Maßnahmen nötig sein mit dem Stromanschluss, weil in Deutschland hat man halt einfach den Nachteil, wir brauchen relativ viel Strom, um die 45 Kilowatt Anschlüsse. Und in der Größenordnung der Halle, die sind ja nicht riesig, gibt es sowas selten in Deutschland, weil es vorher diese Art der Industrie einfach nicht gegeben hat. Eine Industrie, die wenig Platz braucht, vergleichsweise wenig Platz und trotzdem viel Strom. Ich frage mich, wo das ganze Geld hinfließt, wenn ich mal ganz ehrlich sein soll. Weil wir rechnen die ganze Zeit hin und her und hin und her. Ihr kriegt vergünstigte Konditionen zu nahezu allem. Ihr bezahlt eure Vorstände mit knapp 500 Euro. Und jetzt wäre da mal die Frage, kostet dann das Gramm bei euch 2,50 Euro? Oder wollt ihr vielleicht eure Gehälter transparent auslegen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wo geht das ganze Geld hin? Ich würde nur ganz schnell ergänzen wollen, bevor ich Nils das Mikrofon gleich wieder zurückgebe, diese durchschnittlichen Kosten, die wir kalkulieren, da kann es zu Missverständnissen kommen, wenn man die Perspektive hat, auf einen einzelnen CSC zu gucken oder auf die Region, in der man selber wohnt, wo ihr vielleicht schon auch Preise und Ähnliches eingeholt habt, kalkuliert habt. Bei uns ist das einfach der Durchschnitt aus der gesamten Bundesrepublik. Also wir können natürlich, wie Nils schon sagte, nicht auf den Cent genau kalkulieren. Das ist einfach nicht möglich. Jeder, der schon mal irgendwo gebaut hat, weiß das. Aber wir mussten natürlich auch erstmal den Durchschnitt finden für den Gesamtverein. Da kann es Unterschiede geben, einfach von den lokalen CSCs. Aber das ändert nichts am mathematischen Durchschnitt, den wir hier ja widerspiegeln wollten. Das wollte ich nur noch mal kurz zur vorigen Frage sagen. Dann zum Thema, wo das ganze Geld hinkommt. Erstmal zahlen nicht alle Mitglieder. Wir haben viele, die gar nicht zahlen. Das heißt, es ist, wenn man sich das jetzt durchkalkuliert mit 18.000 Mitgliedern, das ist nicht das, was wir tatsächlich monatlich auf dem Konto haben, das ist wesentlich weniger. Dann haben wir davon Ausgaben, das ist klar, und wir haben eine Finanzaufsicht gewählt aus Reihen der Mitglieder. Das haben wir vor ein paar Monaten schon gemacht, da konnte sich jedes Mitglied aufstellen lassen in die Finanzaufsicht. Das sind jetzt 4 Mitglieder und die können, es wurde eine Geschäftsordnung erlassen, die wird auch noch auf der Webseite veröffentlicht. Die können jederzeit Einblick in die Vereinsfinanzen bekommen. Die können Einblick in alle Verträge bekommen. Die können Einblick in das Bankkonto bekommen oder in die Bankkonten, wenn es irgendwann mal mehrere sind. Wir werden quartalsweise einen Finanzbericht schreiben für die Finanzaufsicht, für die 4 Personen. Da sind dann Posten aufgeschlüsselt, beispielsweise nach Gehältern. Und wir versuchen da auch möglichst transparent zu sein. Aber hier kann ich natürlich schlecht aufschlüsseln, dass ich jetzt sage, 50.000 haben wir genau dafür ausgegeben. Und das genau dafür. Dafür ist schlussendlich die Finanzaufsicht dann da, der wir das transparent vorstellen und dann schlussendlich auch unsere eigenen Mitglieder, weil wir als Vorstand dann näher da entlastet werden müssen. Da würde ich gerne mal kurz reingehen und nachfragen. Ohne jetzt Aufschlüsselung auf einzelne Posten, wie viel Einnahmen habt ihr im Moment pro Monat aus Mitgliedsbeiträgen und wie viel Ausgaben insgesamt? Dazu möchte ich nichts sagen, tut mir leid. Ich hätte noch mal eine Frage, bitte. Vielleicht könnte man die Folie noch mal auflegen mit den Städten. Wir hatten vorhin jetzt von Fabian Steinmetz Darmstadt gehört, mit den 300 Mitgliedern.
und andere Städte mit Dutzenden, wenn nicht Hunderten, wie überlebensfähig sind die Clubs dort? Also ihr braucht ja auch Leute, die sich vor Ort engagieren, die Vorstand machen, ob jetzt ehrenamtlich oder geringfügig beschäftigt. Und du hast selbst gesagt, die Nachfrage ist da, ich kann mich erstmal als Mitglied registrieren, aber das reicht ja nicht. Der Club muss ja laufen vor Ort. Das ist klar, aber das ist vielleicht auch ganz cool. Und bis jetzt läuft nur Göttingen, oder? Nee, die Anbauanlage ist noch nicht mal in Göttingen. Göttingen steht nicht an erster Stelle, sondern die erste Stelle ist einfach da, wo es logistisch und organisatorisch sozusagen die besten Fäden, die Fäden zusammenlaufen. Das ist nicht in Göttingen. Ich meine, als Rechtsstruktur ist Göttingen e.V., habt ihr gesagt? Das war der erste? Genau, ja. Aber das ist an sich losgelöst vom Gesamtverein. Der Gesamtverein, der liegt schon im Amtsgericht beim Vereinsregister. Ja, das ist in Ordnung. Aber die Teilvereine, was geht da so? Wo habt ihr ein gutes Gefühl? Wir rechnen damit, das habe ich vorhin schon mal kurz dargestellt, in Deutschland gibt es 4,5 Millionen Cannabiskonsumenten. Ja. Und das Coole ist ja, meinetwegen die Mitglieder in Braunschweig, die können jetzt gucken, okay, in Solingen beispielsweise legen die schon los. Das Produkt sieht gut aus. Mein Kollege ist in Solingen Mitglied, er hat gesagt, ist top. Dann kann ich ja in Braunschweig Mitglied werden oder sage noch 5 anderen Leuten, die sollen auch Mitglied werden. Also wir denken, sobald die ersten Lizenzen da sind, sobald das erste Produkt da ist, sobald wir den Anbau ermöglichen für die Mitglieder, dann wird sich das rumsprechen wie ein Lauffeuer. Wir sind nur in Städten vertreten mit vielen Einwohnern und wir gehen auch weiterhin davon aus, dass wir jeden Club voll bekommen. Okay, Dankeschön. Ich würde da auch gerne noch etwas ergänzen, weil die Frage ging ja nach dem Gefühl. Wir haben das alle mitbekommen, als die Legalisierung, die Teillegalisierung auf den Weg gebracht worden ist. Gefühle kommen nicht alleine. Man ist nicht immer nur traurig oder nur wütend oder nur begeistert. Die kommen immer in Begleitung. Das macht es ja so schwierig. Wir haben in vielen Punkten gemischte Gefühle wahrgenommen bei unseren Mitgliedern und bei den Interessenten, die Vorstand werden wollen. Wir machen zweimal monatlich Treffen für Menschen, die dafür interessiert sind. Ein ganz klassischer How-to-Vorstand. Und da stellen wir fest, ja, es gibt richtig viele Menschen, die haben Bock und die sind auch super engagiert. Wir werden in einem unserer Vereine, glaube ich, sogar den ersten Blindenvorstand einstellen. Wollte ich nur mal kurz wegen Barrierefreiheit reinschmeißen. Auch das ist ein großes Thema. Allerdings ist mit dieser Begeisterung, mit dieser Bereitschaft zu handeln, geht auch Zweifel einher. Wofür bin ich haftbar? Das ist ganz neu, das kenne ich nicht. Womit kann ich das vergleichen? Das ist einfach eine Achterbahnfahrt der Gefühle für alle, die sagen, ich möchte da einfach Verantwortung übernehmen. Das habt ihr auch gemacht. Und dieser Schritt kam nicht von ungefähr. Das heißt, um die Frage nach dem Gefühl zu beantworten, welche Gefühle, was für ein Gefühl, die Antwort ist, ja, die sind alle dabei. Ja. Könnt ihr mich hören? Ja. Ich habe noch mal eine Nachfrage zu meiner ersten Frage. Die habe ich jetzt nicht wirklich zufriedenstellend beantwortet gesehen, weil ich habe mir die Satzung beide angeschaut, die von den Zweigvereinen und auch die vom Gesamtverein. Und letztlich sieht das Ganze so aus, als würde der Gesamtverein das Schiff steuern, aber der Fahrgast, für den ihr alles gemacht habt, würde dafür haften, wenn ihr über Rot fahrt. Und das halte ich für sehr, sehr schwierig. Also in der Fairness den Vorständen gegenüber, die Verantwortung übernehmen wollen, auf 500-Euro-Basis, aber tatsächlich, weil das Erlaubnisverfahren ist ja für die Zweigvereine, das läuft ja nicht auf dem Gesamtverein und dementsprechend liegt die Haftung nach KNG immer bei den Vorständen dieser Zweigvereine, die aber keinerlei Mitspracherecht haben, beziehungsweise kein großes Mitspracherecht in ihrer administrativen Verwaltung. Da seid ihr ja die ganze Zeit die Köpfe des Ganzen. Und ich habe noch eine zweite Frage, wie viele von den Zweigvereinen sind gegründet? Wie viele gibt es jetzt tatsächlich eingetragen? Okay, also zu der Haftungsfrage. Wir versuchen das so gut zu machen, wie es geht für die Vorstände. Beispielsweise haben wir Versicherungen abgeschlossen. Wir haben das in der Satzung geregelt, dass der Vorstand nur bei grober Fahrlässigkeit haftet und Vorsatz. Und schlussendlich gibt es da natürlich auch rechtliche Bedingungen. Das ist klar, dass ein Vorstand nicht dafür haftet, was von ganz oben bestimmt wird. Aber das ist schlussendlich etwas, was dann Anwälte entscheiden müssen und das ist auch etwas, wo unsere Mitglieder und unsere Vorstände uns dann vertrauen, dass wir gemeinsam den richtigen Weg gehen. Und das kann jeder selbst für sich entscheiden, ob er uns da genug vertraut, ob er Lust hat, mit uns den Weg zu gehen.
Ich wollte mich bedanken für euer klares Statement, dass ihr dem CSC-Modell aus Spanien nicht folgt, sondern eben dem Gesetz. Und das wird auch genau das sein, was euch von unserem Dachverband, in dem ich bin, unterscheidet. Denn wir vertreten das spanische Modell und das wollen wir auch erreichen. Und wir lehnen es ab, uns zu bücken, bis wir irgendwie was von der Politik kriegen, sondern wir werden auch dafür kämpfen, dass die CSCs das werden können, was sie eigentlich sind und sein sollen. Nämlich basisdemokratische, selbstverwaltete Gemeinschaften, bei denen das We zwar eine Rolle spielt, aber das Socializing deutlich wichtiger ist. Das ist der erste Punkt. Der andere Punkt ist, ich denke, wir konnten uns ganz gut ein Bild machen. Es gibt von mir für euch Respekt, dass ihr euer Businessmodell hier so mehr oder weniger offen vorstellt und euch den Fragen stellt. Aber ich sehe tatsächlich zu dem CSC-Gedanken, wie ich ihn verstehe, und ich hoffe viele mehr, da wenig Schnittmengen. Allerdings als politische Macht, warum nicht? Aber es gibt noch zu viele Ungereimtheiten und auch sehe ich in eurer Satzung noch vieles, was, ich bin jetzt kein Anwalt, aber was für den KNG nicht unbedingt kompatibel ist. Und wenn mich als Vorstand im CSC Highground jemand fragt, was wir an Kohle haben, dann kann ich das auch sofort beantworten. Ich habe auch noch mal eine Frage. Zuerst habe ich eine Anmerkung, Jason, dass das jetzt gerade mehrere Verbände gibt. Das macht Sinn, das ist historisch gewachsen und das wird sich glätten. Und es gibt einfach verschiedene Angebote, verschiedene Ausrichtungen. Olli hat seine Interpretation von CSCs gerade erklärt. Am anderen Ende der Fahnenstange liegt so ein Modell. Ich finde, das hat eine Berechtigung, dass es beides gibt, aber ich denke auch, wir müssen ein bisschen aufpassen. Die ganze Branche ist immer noch gebrandmarkt von dem Juicy Fields Machenschaften und so. Das heißt, da ist man ein bisschen auf der Hut, dass nicht wieder so eine Blase und dann ist er wieder weg. Mich interessiert aber wirklich so das Doing vor Ort. Also Jana hat das schon mal auf den Punkt gebracht. Ich sehe das so. Du wünschst dir eine Armee von Strohmännern und regierst die Vereine. Letztendlich haben sie dort, welche Aufgaben haben sie eigentlich? Das ist die Kernfrage. Aber wie wollt ihr dann Socializing auf diese Art mit aufbauen? Das ist Laufkundschaft. Die zieht ihr auch genauso dran. Dann hast du einen, der macht für dich die Werbung, die Mitglieder- und Kundenpflege letztendlich. Und wenn einer kifft in eurer Anbaugemeinschaft, ist der Laden dort dran. Ne? Das heißt, das Risiko, das zieht er sich wenigstens an. Aber was hat er noch für Aufgaben und für Verantwortung direkt vor Ort? Das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen, was tatsächlich von den Vorständen erwartet wird. Nochmal zum Thema Socializing-Aspekt. Also wir haben seit März ein Vereinslokal, viele andere haben kein eigenes Vereinslokal. Man kann jederzeit zu uns kommen, da sind immer Leute, die sich unterhalten, auch wenn wir offiziell kein Socializing oder kein Konsum in den Anbauvereinigungen machen dürfen. Aber das ist halt auch ein Aspekt. Das ist noch eine andere Frage, die vorhin gestellt wurde. Ob wir jetzt die 180 Vereine haben, was mit ihnen ist, das sind tatsächlich 180 gegründete Vereine. Aber jetzt entstehen darum nochmal neue, die eben darauf ausgelegt sind, die Anbauvereinigungen zu bekommen. Das heißt, auch da versuchen wir zweigleisig zu fahren. Das heißt, wir haben einmal Vereine mit dem Socializing-Aspekt und einmal Vereine mit dem Anbauaspekt. Und da ist dann natürlich auch sind die Aufgabenbefugnisse der Vorstände unter Umständen anders. Das ist allerdings bei vielen, wie man hier vorhin, gestern, die letzten Tage überall gesehen hat, die wenigsten können auf alles Antworten und Lösungen präsentieren. Und uns geht es da auch so, das sind alles noch Prozesse, die man abwarten muss. Man muss schauen, was wirklich dann auch von den Vorständen erwartet wird, was die auch von sich selbst erwarten. Und wir wollen das relativ frei gestalten, nicht wie Strohmänner, denen man sagt, was sie machen müssen und was sie nicht machen müssen, sondern die können selbst entscheiden, ob sie mit dem Gesamtvereinskonstrukt einverstanden sind. Und dann schlussendlich sind sie trotzdem von ihren Mitgliedern durch ihre Mitgliederversammlung, sind sie schlussendlich trotzdem natürlich befugt. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ auf Gesamtvereinsebene, die Delegiertenversammlung. Und wenn da irgendwas nicht passt, wenn was schieflaufen sollte, wie beispielsweise mit Inkasso, das war ja auch bei uns im Gespräch, ob wir jetzt Inkasso durchsetzen oder so etwas Ähnliches. Wenn wir sowas machen sollten, dann besteht natürlich die Gefahr, dass wir ganz, ganz viele Mitglieder verlieren und Probleme haben. Also man muss sich bei den Dingen halt immer fragen, okay, wieso sollten wir irgendwas machen, womit wir Mitglieder vor den Kopf stoßen? Unser Ziel ist ja, dass wir die Mitglieder glücklich machen und dass wir dafür sorgen, dass die alle Cannabis anbauen und Cannabis beziehen können. Okay. Ich melde mich schon mal an, nach den nächsten zwei Wortmeldungen auch nochmal für eine kleine Fragenbatterie sozusagen. Aber erstmal zwei weitere.
Genau. Also auch vielen Dank für die Transparenz. Ich habe eineinhalb Fragen, nämlich es geht um die Finanzierung der Clubs selber. Also ihr habt jetzt gesagt, jetzt gehen wir mal davon aus, wir können das für 100 bis 150.000 Euro kann jeder Club finanzieren. Er hilft uns bei der Organisation, Gründung und Co. Wo kommt jetzt nochmal das Geld her? Also gibt ihr den Leuten eine Bank an die Hand, wo sie sich 150.000 leihen können? Die gehen dann selber in die Kostendeckung und müssen sagen, ja, wir müssen Mitgliedsbeiträge, die ich leider auch jetzt noch nicht kenne, wie die hoch sind. Also wenn die so hoch sind, dass man mit 3 Mitgliedsbeiträgen auf 150.000 Euro kommt, bei 500 Mitgliedern ist okay, aber ich denke ja mal nicht, dann sind ja die auch in einer gewissen finanziellen Schuldenstruktur. Es sei denn, ihr leiht euch eine Menge Geld, 180 Millionen, und gibt es den Verein dann weiter für einen Zinssatz? Wie habt ihr euch das vorgestellt? Also ich kann ja schon mal direkt fragen, hat hier gerade zufällig jemand 18 Millionen zur Hand? Dann könnten wir das Thema abhaken. Nein? Okay, schade. Wäre schön gewesen, es hätte das Ganze sehr beschleunigt. Aktuell kommen die Gelder von den Mitgliedsbeiträgen. Da wissen wir, was für ein kontinuierlicher Cashflow drin ist von den beständigen Mitgliedszahlen. Wir können auch abschätzen, zu welchem Zeitpunkt oder im Durchschnitt eben Kündigungen, Neuanmeldungen reinkommen und so weiter und so fort. Müssen wir jetzt gar nicht groß ins Detail gehen. Es kommt von den Mitgliedsbeiträgen. Diese Mitgliedsbeiträge werden jedem Mitglied, auch übrigens der erste Beitrag, wenn man Mitglied wird, 25 Euro, wird jedem Mitglied auf ein Mitgliedskonto gutgeschrieben. Von diesem Mitgliedskonto wird später Cannabis bezogen werden. Es wird nicht so sein, dass man hingeht und sagt, ganz kurzfristig, ich lade mein Guthaben auf oder so, ich gehe da jetzt hin, ich will einfach noch mehr Cannabis abholen. Auch das ist in unserer Meinung nach, hier Richtung Suchtprävention, Andreas, ich erwähne es einfach mal, wichtig für bewussten Konsum, dass die Leute sich ihre Beiträge auch selbst aussuchen können in einem Spektrum von bis. Und alles andere lässt sich mit Geld immer anders handhaben, als man es auf den ersten Gedanken machen möchte. Es ist so, dass der Cashflow natürlich kontinuierlich ist. Dieser wird gesehen von Unternehmen, die mit uns gemeinsam arbeiten, Zulieferern, Handwerkern und so weiter und so fort, wird das natürlich in Verhandlungen offengelegt und dann wissen die, okay, wir kalkulieren mit, wir gehen mit in dieses Risiko, wir wollen diese Sache auch unterstützen, auch dran verdienen, ist nichts Verwerfliches, wenn es ein reguliertes Geschäft ist. Und so funktioniert das dann einfach über mehrere Stufen, die sich auch ganz komplex miteinander verbinden. Das ist einmal eben der Zuwachs an Mitgliedern, damit die steigenden Mitgliedsbeiträge, dadurch bessere Konditionen von Zulieferern und anderen Partnern, mit denen man zusammenarbeitet. Das ist also sehr, sehr dynamisch, aber das Kerngeld kommt von den Mitgliedern. Wir könnten noch effizienter und noch schneller sein, da muss ich nicht lügen, wenn sich einfach noch zusätzlich Investoren finden würden. Aber ganz kurz, wir brauchen ja eine Startsumme, damit wir für ich schaue, manche sind ja schon voll mit 500 Leuten, da muss ich ja sagen, sind wir mal ganz keusch, 70.000, 80.000 kommen, damit ich da zumindest irgendwie irgendwas starten kann, ja, und dann ist das wirklich nicht professionell. Also ich wundere mich gerade, wo kommt mein Startinvestment? Das läuft über den Gesamtverein. Clubs werden von allen Mitgliedern finanziert, alle Anbauanlagen. Das heißt, wir haben nicht eine Anbauanlage, die von 500 finanziert wird, sondern wir haben dann theoretisch 180 Anbauanlagen, die von 18.000 Mitgliedern finanziert werden. Und dann natürlich Schritt für Schritt. Und ganz kurz, sorry, dass ich da noch gerade mal einhake. Es sind dann auch andere Sachen, wie zum Beispiel Grow-Anlagen und so, die ihr als Gesamtverbund dann kauft und weitergibt an die Mitglieder? Ich frage jetzt nur mal, wir haben gestern Betriebsmittel und Dienstleistungen, Unterschiede und so gekannt. Läuft das dann auch quasi alles über euch? Das soll alles über den Gesamtverein laufen. Ah, okay. Gut, danke. Ende noch? Ja. Es gäbe noch eine Nachfrage. Ihr betont ja, dass die einzelnen Anbauvereine oder die Zweigvereine, dass die eigenständige Entitäten wären. Jetzt heißt es im Paragraph 6 eurer Gesamtsatzung, der Gesamtverein hält das Vermögen der Zweigvereine und erfüllt die Aufgabe der wirtschaftlichen, organisatorischen und finanziellen Verwaltung der Zweigvereine bei der Erfüllung ihres Vereinszwecks. Außerdem heißt es in Paragraph 7 der Mitgliedschaft, mit der Mitgliedschaft im Gesamtverein geht auch eine Mitgliedschaft in einem Zweigverein einher. Ich bin jetzt juristischer Laie, aber das klingt für mich jetzt irgendwie schon in die Satzung gegossen, dass die eben gar nicht so eigenständig sind, sondern dass ja im Prinzip drin zementiert ist. Man muss, wenn man im Gesamtverein ist, auch in den Zweigverein. Kann man sich aussuchen, welchen Zweigverein, oder wird es zugewiesen? Kann man da von der Eigenständigkeit dieser Zweigvereine sprechen, wenn da vermutlich auch in Personalunion der Vorstand von euch, vom Zweigverein,
auch der Vorstand vom Gesamtverein dann irgendwie ist oder wenn der von euch gegründet wurde, dieser Zweigverein. Also ich weiß nicht, Nils, bist du da überall mit Gründungsmitglied? Ist da, also irgendwie sieht das für mich nicht so aus, als ob das eigenständige Vereine sind. Ich weiß nicht, ihr habt da sicher eine juristische Beratung. Vielleicht kannst du da irgendwie mal die Perspektive noch ein bisschen geben, wie man da argumentieren kann, dass die eigenständig wären, die Zweigvereine. Okay, wir sind ein Gesamtverein. Das ist nichts, was wir uns ausgedacht haben, sondern das Konstrukt Gesamtverein existiert. Wir haben uns an anderen Gesamtvereinen orientiert, wie den DLRG beispielsweise. Und das ist bei Gesamtvereinen einfach so üblich, sonst wäre es kein Gesamtverein. Beispielsweise auch, dass das Vermögen im Gesamtverein gehalten wird. Oder beispielsweise auch die Doppelmitgliedschaft. Das nennt sich automatisch erworbene Doppelmitgliedschaft. Und das ist völlig gang und gäbe und ganz normal bei Gesamtvereinen. Das ist nichts, was wir uns jetzt irgendwie ausgedacht oder aus den Fingern gesaugt haben. Und zum Thema rechtlicher Selbstständigkeit, das ist etwas, woran wir uns rantasten müssen. Wie wir wissen, werden die Behörden unterschiedlich darauf reagieren, die werden unterschiedlich streng sein und es wird sicher auch Behörden geben, die sagen, das reicht uns nicht, wir möchten, dass die Vereine selbstständiger sind. Aber dann werden wir vor Ort in den Ausnahmefällen auch Satzungsänderungen durchführen müssen. Das ist keine Frage. Wir machen einfach das, was notwendig ist für die Eintragung und für die Anbaulizenzen. Gut, ich nehme jetzt erstmal keine weiteren Wortmeldungen und will nochmal an einem Punkt tiefer reingehen, sozusagen, wo ich im Moment noch das größte Problem insgesamt sehe. Und das ist jetzt auch schon ganz gut angeteasert worden mit den Finanzen. Jetzt hast du gesagt, du willst jetzt gerade nicht irgendwie offenlegen, wie jetzt genau die Einnahmen sind. Ich gehe davon aus, dass das spätestens in einem Jahresbericht dann irgendwie offengelegt werden muss, logischerweise, von wegen Transparenz, die man erwartet von so einem Verein. Übrigens auch einen Jahresabschluss für letztes Jahr, der wahrscheinlich nicht besonders repräsentativ ist für dieses Jahr mit den 4 Mitgliedern, die dazugekommen sind, aber auch da würde ich jetzt demnächst mal einen Abschluss erwarten. Aber jetzt würde ich gerne mal trotzdem, ne, wenn du sagst, du willst jetzt die Zahlen selber nicht offenlegen, mal ein bisschen spekulieren. Wir haben in der Beitragsordnung 10 Euro Beitrag erstmal grundsätzlich stehen. Bei 180.000 Mitgliedern, angenommen die Zahlen alle, haben wir 180.000 Euro Einnahmen pro Monat. Wird ein bisschen weniger sein, weil nicht alle bezahlen, aber nehmen wir mal an. Die wollen ja auch letztendlich alle bedient werden. Also mal theoretisch, ne, die Leute, die ihr am Ende versorgen wollt, sind diese 18.000. Jetzt habt ihr 16 Angestellte. Obwohl du auch jetzt nicht unbedingt offenlegen willst, wie die Gesamtsumme ist dieser Kosten pro Monat. Also spekuliere ich da mal auf 50.000 ungefähr. Ja, da kann ich in die Spekulation reingrätschen. Ein Großteil ist auf Minijob-Basis angestellt, das sind so um die 30.000. 30.000 Euro, okay. Dann hätten wir 150 übrig, wenn die alle bezahlen würden. Jetzt habt ihr noch andere Kosten, nehme ich mal an, ne, die irgendwie rundherum, Büro, Telefon, Gedöns. Auch die einzelnen Clubs vor Ort werden dann einzelne Kosten haben, so wie ich verstanden habe, auch jetzt schon jeder, der Vereinsvorstand wird, diese 500 Euro Minijob kriegt für mal 180 so ungefähr, ne, in der theoretischen Vorstellung. Das heißt, wenn ihr jetzt da loslegt, mit diesen Gesamteinnahmen die einzelnen Vereine zu finanzieren und aufzubauen, dann schafft ihr vielleicht einen pro Monat, vielleicht zwei, wenn es gut läuft. Abgesehen davon natürlich die Frage, ob das organisatorisch klappt, das so schnell aufzubauen, aber ich will jetzt mal nur auf die Finanzen eingehen, dann heißt das ja auch, dass viele ganz schön lange warten werden. Ne? Also die Zahlen von die 10 Euro gehen an den Gesamtverein, nicht an den Verein vor Ort, sondern direkt an euch, abzüglich der Gehälter, die ihr bezahlt für euch selbst und die ganzen anderen Kosten. Und dann geht ihr hin und sagt, okay, wahrscheinlich die größten CSCs zuerst oder die, die die stabilsten Strukturen haben mit dem aktivsten Vorstand und so weiter, da fängt man an und fängt dann an, einen nach dem anderen aufzubauen. Einer im Monat würde bedeuten, das würde 36 Monate dauern, wenn wirklich nur 500er CSCs dabei wären, um 18.000 Mitglieder zu bedienen. Dann bräuchte ich 36 Vereine, bei einem im Monat wären es 3 Jahre, bei zwei im Monat ein bisschen schneller. Jetzt hast du aber gesagt, 180 Vereine, ne, die da bedient werden sollen. Dann ist die Rechnung natürlich noch viel schlechter. Dann würde etliche Jahre dauern, bis die letzten Mitglieder tatsächlich irgendwann mal Cannabis bekommen. Und zwischendurch werden die Beiträge dafür benutzt, in anderen Städten und Vereinen den ganzen Anbau aufzubauen. Das heißt, für viele sollte, also ich meine, das ist doch auch Teil der Transparenz, dass man den Leuten sagt, Leute,
Im Zweifelsfall dauert das ein paar Jahre, bis ihr letztendlich von uns, auch bei euch im Ort, den Anbau aufgebaut bekommt. Was sagst du dazu? Ja, das stimmt, das ist ein sehr guter Einwand. Wir sagen allerdings nicht, dass das ein paar Jahre dauert. Wir sagen, das wird etwa ein Jahr dauern. Weil das, was wir jetzt machen, ist einfach der erste Schritt. Wenn das gleich mit den Folien funktioniert, kann ich das nochmal zeigen. Das ist einfach der erste Schritt und wir sind auch einfach attraktiv für andere Unternehmen, für Kapitalgeber. Von daher gehen wir jetzt den ersten Schritt. Wir zeigen, wir bekommen das hin mit den Anbaulizenzen. Wir zeigen, wir bekommen das hin mit dem Anbau. Und sobald beispielsweise die ersten Anlagen stehen, können wir dann sagen, okay, jetzt möchten wir höher skalieren. Jetzt machen wir nicht mehr nur eine Anlage im Monat, sondern vier. Also dann sollen die Anlagen nicht mehr über die Beiträge finanziert werden, sondern im Wesentlichen durch Kredite, wenn man dann einen Kreditgeber findet, wenn man entsprechend seriös aufgetreten ist sozusagen, ja? Schlussendlich wird das eine Entscheidung der Mitglieder sein. Also die Mitglieder, man kann denen halt die Frage stellen, was wollen sie? Wollen sie lieber länger warten oder wollen sie meinetwegen, dass das Cannabis dann 50 Cent teurer ist in der Abgabe, weil man damit noch ein Darlehen tilgt? Und schlussendlich werden sich dann wahrscheinlich die meisten dafür entscheiden, dass sie es lieber ein Jahr früher haben möchten. Das ist keine Entscheidung, die ich vorwegnehme, die ich alleine fälle. Das ist etwas, was mit den Mitgliedern besprochen wird und wo wir die auch mit einbeziehen. Warte mal, mach mal mit dem Mikro. Ich gebe jetzt gerne wieder frei. Das war. Ja, danke schön. Super Frage. Also für mich ist es auch das Einzige, wo ich mich dran stoße, ist dieses Nepper-Schlepper-Bauernfänger-Ding. Vier pro Monat. Wann habt ihr denn die letzte aufgebaut von den 180? Wir brauchen nicht für alle 180. Vier pro Monat. Wir brauchen nicht für alle 180 eine eigene, weil wir möchten das clusterweise aufbauen. Okay, dass, ja, aber ja. Dass aber es sind doch mindestens 2 Jahre, bis jeder, der 10 Euro pro Monat zahlt, was hat. Kommuniziert es den Leuten so? Das hängt. Also das alles andere, viele Fragen, viele Bemerkungen von euch fand ich falsch. Und was die auch immer machen und wie die Geld verdienen, ihr Ding. Aber die Mitglieder zu locken und CSC zu nehmen, um SEO-technisch die Leute zu ziehen, da habe ich eben Bedenken. Das ist das, wo ich sage, ihr suggeriert den Leuten möglichst schnell die Versorgung, sie investieren, ihr bindet sie an euch, je mehr Geld sie reinstopfen, desto mehr denke ich, scheiße. Wie viel Geld soll ich jetzt, wie viel gutes Geld stecke ich meinem schlechten Geld auch hinterher, was schon verbrannt ist? Wie lange warte ich noch auf euch, bevor ich nicht zum anderen AV gehe, der vielleicht ein Jahr früher da ist? Das ist das, wo ich ein Problem mit habe. Das ist eben die Frage, ob es einen anderen EV gibt, der ein Jahr früher da sein wird. Und da glaube ich nicht, dass das der Fall ist. Das muss ich so sagen. Wir haben das vorhin dargestellt mit den 4,5 Millionen. Wir haben gestern auch einige andere Vorträge gehört und von vielen Problemen gehört, vor denen auch viele andere Vereine stehen. Und wir gehen da einfach voran. Von daher glaube ich, dass es nicht großartig die Auswahl geben wird. Und wenn, dann wollen wir eben dazu beitragen, dass es so eine Auswahl gibt. Und was dazu kommt, wir möchten das clusterweise aufbauen, dass eine Anbaulocation 5 CSCs versorgt. Das heißt, wir brauchen keine 180. Je nachdem, das müssen wir schauen. Dazu bauen wir jetzt die erste Anlage auf, um herauszufinden, wie gut das funktioniert. Wir wissen nicht alles, das ist keine Frage, aber jedenfalls geben wir jetzt eine Richtung vor, gehen voran und versuchen gemeinsam mit unseren Mitgliedern die Richtung zu gehen. Und das kommunizieren wir unseren Mitgliedern auch, dass die warten müssen, dass die garantiert nicht das Cannabis jetzt alle ab 1.7. bekommen. Und wenn die trotzdem bei uns Mitglied sein wollen und das unterstützen, ist das sehr schön, dann ist das deren Sache. Und dann reißen wir das auch und dann bekommen wir das gemeinsam hin. Also was den Punkt angeht, du kommst jetzt gleich noch dran dann danach, da habe ich den Eindruck eigentlich, dass, was dieses Konzept angeht, genau das Gegenteil von dem der Fall ist, was euch vorgeworfen wird, nämlich kapitalistisch zu sein. Dieses Modell ist eigentlich eher sozialistisch, weil alle sozusagen einzahlen, um nicht sofort irgendwie ihren Gegenwert zu verlangen, sondern im Bewusstsein, dass man erstmal mit dem Geld, mit dem eigenen Geld woanders für andere Leute den Anbau aufbaut. Insofern eigentlich, was das angeht, diese basismäßige Finanzierung und dann nach und nach Aufbau von einzelnen Anlagen, eigentlich eher ein sozialistischer Ansatz. Und wenn den Leuten das bewusst ist sozusagen, ja, dann soll mir das recht sein. Ich fände da nur eben auch wichtig, dass das so eben so auch kommuniziert wird. Ja, jetzt da hinten nochmal der Kollege, der sich so lange gemeldet hat.
und dann müssen wir langsam gucken, ob wir zu Ende kommen. Ich hätte eine Frage nochmal zu der Anbaugröße. Ich muss sagen, ich bin dabei. Jason von Canaro, wir haben gestern auch einen Vortrag gehört von Martin Anker von Sunlight. Ich bin total dafür, dass man Anbauvereinigungen auf lokaler Grassroots-Ebene Unterstützung gibt, ne, von, ich sag mal, ja, wenn man Rabatte bekommt, weil man Großeinkauf macht im Lampenbereich, Klimabereich, Tischebereich. Ich denke, das ist gut, dass sich da jemand Gedanken macht für viele an sich. Ich denke aber auch, also ich denke viel über Risk Management nach tatsächlich, auch bei den Anlagen, die ich plane, sage ich den Betreibern von Social Clubs immer, entweder ihr habt ein hohes Risiko und sehr weniges Geld investiert oder ihr habt Risiko mitigiert und aber dafür mehr Geld investiert. Letzten Endes als Dachverband, ihr habt eine große Verantwortung, dass das dann auch funktioniert bei den einzelnen Vereinen lokal, dass der Anbau läuft, dass die Mikrobengehälter etc. auch eingehalten werden können, damit die Ernten kommen, weil wenn die nicht kommen, das wird jeden Social Club, egal ob einzeln organisiert oder multiorganisiert, betreffen. Wenn die ersten Ernten nichts werden, trotz großer Erwartungen, dann wird es einen Shitstorm geben, weil die Konsumenten haben eine 3 Monate Mindestmitgliedschaftsdauer, das wisst ihr ja, sehr gut, und dann können die sich ja nur auf dem Schwarzmarkt quasi ihr Cannabis beziehen, falls es eine Fehlernte gibt und ja, sind dann sauer, weil eben das Versprechen nicht eingehalten werden konnte, da sauberes Gras zu beziehen in den ausreichenden Mengen. Jetzt wäre meine Frage zu der Anlage. Die 112.000, das ist in meinen Augen ungefähr 5-mal weniger, als jetzt für eine 500 Mitglieder 25 Gramm pro Monat im Schnitt Abgabe erfordern würde. Wenn ihr sagt 15 Gramm, dann geht es vielleicht auch für 450.000. Aber ist das wirklich für 500 Mitglieder der Preis und auch die 300 Quadratmeter für 5 Anbauvereinigungen? Frage ich ein bisschen, wie ist da das Risiko gemanagt für die Vereine auf Grassroots-Ebene? Weil am Ende ist 300 Quadratmeter selbst für einen Verein in meinen Augen zu wenig. Wir haben das ja gehört von Martin Anker, von Jason, von anderen Experten im Anlagenbau. Was sind so typische Größen? Wie ist die Netto Blütefläche zur Bruttofläche der Vereinigung zu sehen, zum Beispiel wenn ich 90 Quadratmeter Netto-Blühfläche habe, was ich brauche, wenn ich 500 Mitglieder mit 25 Gramm pro Monat bedienen will. Wie soll das gehen? Also wenn ich eigentlich 550 Quadratmeter, 450 Quadratmeter brauche für eine Anbauvereinigung brutto und die müssen ja auch räumlich getrennt sein, also der Anbau für mehrere Vereine, also 300 Quadratmeter, ist das dann für wirklich wenige Mitglieder gedacht oder ist das 500? Also die 300 Quadratmeter sind für 500 Mitglieder gedacht, sogar tatsächlich 500 Mitglieder mal 50 Gramm im Monat. Allerdings haben wir da mehrere Experten im Boot, die auch schon solche Anlagen aufgebaut haben, in den USA beispielsweise. Von daher sind wir da zuversichtlich, wir vertrauen ihm bei seinen Kalkulationen und auch, dass wir das kostentechnisch so hinbekommen. Natürlich gibt es abhängig von den Gewerbeflächen, von den Immobilien, wie vorhin schon angesprochen wurde, Unterschiede, das ist keine Frage. Aber wir vertrauen darauf, dass wir es hinbekommen und deswegen machen wir das ja jetzt auch schon, weil wir uns nicht theoretisch in Konzepten jetzt verirren wollen, sondern wir setzen es einfach durch und dann sehen wir, wie es tatsächlich funktioniert hat. So, letzte Frage da hinten. Hallo, verzeihen Sie bitte falls die Frage schon kam und vielen Dank dafür, dass Sie sich heute an diesem etwas kühleren Tag grillen lassen. Nun zur Frage, gibt es kurze Wege für und nachhaltige Materialien zur Ausstattung der Clubs? Bisher haben wir uns dazu noch keine Gedanken gemacht zur Nachhaltigkeit. Also es gibt natürlich Überlegungen bei der Stromversorgung beispielsweise, dass man Unternehmen mit einbezieht, die Ökostrom produzieren. Aber soweit, unser Fokus liegt jetzt gerade auf dem Anbau und das hängt schlussendlich auch von den Mitgliedern ab. Das ist ein guter Aspekt. Das können wir mit auf die Punkte nehmen für die nächsten Stammtische. Vielen Dank. Ja, vielen Dank dafür. Ich freue mich sehr, dass ich meine Gedanken Ihnen nochmal auf den Weg mitgeben darf. Vielen Dank. Ich würde noch kurz abschließen. Danke. Ich würde gerne noch kurz abschließend mich erstmal von uns allen für eure Fragen bedanken. Danke.
Ach so, ja, ich bin die Leitung der Suchtprävention des Jugendschutzes bei Mariana im Gesamtverein. Mein Name ist Andreas Pfeiffer, genau, und ich freue mich hier zu sein, so wie der Rest von uns. Und danke für eure Fragen. Und worauf ich nochmal eingehen wollte, war das Socializing, weil ich habe hier das Wochenende relativ oft gehört, es ist kein Socializing möglich. Ich habe das mal mit unserem Jurist besprochen und unter dem Vorwand der Präventionsarbeit ist Socializing in den Clubs sehr wohl möglich und unter dem Aspekt würde ich es auch anbieten und unter dem Aspekt würde ich mich auch freuen, wenn wir da zusammen Dinge ausarbeiten. Danke. Ja, wollt ihr sonst noch irgendwas jetzt schlusswortmäßig zu den ganzen Fragen sagen, dann wäre das jetzt eure Gelegenheit. Auch hier möchte ich gerne noch mal ein bisschen Wurzeln mitgeben und euch erzählen, was bei uns passiert ist hinter den Kulissen. Das interessiert ja auch ganz oft. Wir haben viele Kritikpunkte zu Recht bekommen, das wissen wir. Und bei denen, die konstruktiv war, sind wir wirklich dankbar. Dennoch möchte ich einfach für ein bisschen besseres Verständnis noch einmal sagen, was geschehen ist bei uns hinter den Kulissen. Es kam die Legalisierung und wir waren hyped. Herrgott, hat das bei uns gebrannt, innen und außen. Wir wollten das Ding vorantreiben. Wir hatten alle keine Ahnung von gar nichts. Was kommt jetzt? Was wird noch geändert? Diese ganzen Ungewissheiten, Bundesrat, Vermittlungsausschuss, das hat uns alle gleich irre gemacht. Da kann mir niemand was anderes erzählen, der sich für die gute Sache einsetzt. Und dann waren wir aber gehypt und am Arbeiten und am Arbeiten und am Arbeiten. Stunden, Wochen, Monate, Nachtschichten. Und wir wollten wirklich was Tolles aufbauen. Dabei ist der größte aller Fehler passiert. Wir haben so viel Zeit miteinander verbracht, nur mit unserer Perspektive auf das Projekt Mariana, immer in der gleichen Konstellation, dass wir irgendwann den Zeitpunkt vergessen hatten, einfach mal ein paar Schritte zurückzugehen und uns mal von außen anzuschauen. Das war keine böse Absicht, den Zeitpunkt haben wir einfach verbummelt und das Auge guckt immer von einem weg. Aber wir wurden von euch teilweise wachgerüttelt, wachgeklopft, wo es hieß, das geht so nicht. Und das war großartig. Das ist der Grund, warum wir hier jetzt sitzen. Es hieß, ey, was stimmt denn nicht bei euch? Und wir mussten anfangen, uns zu erklären, unsere Gedanken zu sortieren und besser zu werden. Das wäre nicht geschehen, wenn wir nicht schon vorher hier und da schon versucht worden wären, gegrillt worden zu wären. Und das sind Herausforderungen, das fühlt sich nicht immer schön an, seine Fehler einzugestehen, zu sagen, ich bin noch nicht gut genug, ich muss noch besser werden. Aber dieses Brennen, diese Leidenschaft, diesen Hype, den haben wir immer noch. Wir machen weiter, aber mit eurer Hilfe, genauso wie heute, denn auch wenn viel Kritik kommt, Zweifel, geht das überhaupt, überschätzen die sich, ach, das ist doch eine Aussage, die kann man, alles gut und schön. Wir nehmen das alles auf. Also nichts davon wird irgendwie abgeschmettert und für alles, was hier gesagt wird, wollen wir uns ganz, ganz herzlich bedanken und das darf nicht untergehen. Das wollte ich einfach nur noch mal eben sagen. Ja, dann, ich habe auch nicht mehr so viel zu sagen. Ansonsten, wenn das in Ordnung ist, kann Andreas noch mal das Wort haben. Ja, danke schön. Du sagst, du bist von uns wach oder ihr seid von uns wachgerüttelt worden. Ich kann dir das nicht so wirklich ganz abnehmen. Ich habe angefangen, euch letztes Jahr wach zu rütteln. Da haben wir miteinander gemailt, ausgiebig. Ich habe euch gesagt, ich mail euch eigentlich nur selber und lasst das nicht meinen Rechtsanwalt machen oder unseren Rechtsanwalt machen, weil ich rausgefunden habe, euer Firmensitz ist ein Studentenheim. Und ich mir denke, na, da stecken junge, engagierte Leute dahinter. Die haben sich vielleicht ein bisschen verrannt, so wie du es jetzt sagst. Da muss man sie halt mal kurz auf den Topf setzen und sich mit denen auseinandersetzen und unterhalten. Ging darum, dass Mariana einen Cannabis Social Club Hamburg auf der Webseite hatte. Ich bin vom Cannabis Social Club Hamburg, seit 2015 ist er gegründet. Ihr habt dort in vergleichender Werbeart, habt ihr euch als den besseren Verein, habt gesagt, wir sind der Cannabis Social Club Hamburg und nicht nur Hamburg. Ihr habt Bremen, ihr habt Bochum, alles Mögliche von schon existierenden Vereinen angeboten, habt dort Mitgliedschaften angeboten, habt dort Geld kassiert.
obwohl vor Ort nichts, null vorhanden war. Ich habe euch gesagt, wenn ihr in Hamburg irgendwen habt, dann schickt ihn noch mal zum Stammtisch. Lass uns doch mal reden. Da kam nichts. Und von wegen Wachrütteln. Ich habe darauf bestanden, dass ihr den Namen Cannabis Social Club Hamburg nicht so weiterverwendet. Hab euch noch einen Vorschlag gemacht. Stellt Mariana voran. Macht das doch bei allen. Da heißt es immer, Mariana Cannabis Social Club Hamburg, Bremen, Bochum, keine Ahnung. Habt ihr nicht gemacht. Nur bei mir, weil ich gedroht habe. Die anderen habt ihr stehen lassen. Wo war da das Wachrütteln? Ihr wolltet nicht wach werden. Auch da gebe ich jetzt mal das Mikrofon gleich an dich zurück. Du hast, glaube ich, die bessere Antwort darauf. Aber ich möchte schon mal darauf hinweisen, genau dieses Thema ist, auch wenn es bei uns ein bisschen gedauert hat, uns wach zu rütteln. Manchmal schläft man sehr, sehr tief. Aber es hat geklappt, auch wenn es länger gedauert hat. Also, und alles Weitere von dir. Ich glaube, du warst gar nicht von Anfang an dabei. Wir haben das gerade genau angesprochen, genau diesen Punkt, dass wir daran arbeiten, gearbeitet haben. Und auch nach unserem Gespräch haben wir das ja sofort geändert, ohne da großartig irgendwie rumzuzänkern. Und weshalb wir das nicht überall gemacht haben, ist, weil es einfach nicht überall auch schon eingetragene Cannabis Social Club Ortsname e.V. gibt. Okay, der Punkt ist gesetzt, glaube ich, und beantwortet. Ich habe noch eine Gegenfrage. Und zwar, wenn du jetzt mal nach Cannabis Social Club Hamburg googelst, wie viele weitere findest du dann, die sich dann Cannabis Social Club Hamburg benennen? Gehst du auch gegen die vor? Und ist es dann nicht besser, so jemanden wie uns zu haben, mit dem du reden kannst? Hanf im Glück, Cannabis Social Club Hamburg oder wie auch immer. Aber die bewegen sich auch grenzwertig und da habe ich auch Kritik. Und ich habe da auch mit Leuten gesprochen und habe darauf hingewiesen und habe gesagt, macht die Unterscheidung deutlich. Ne? Fahrt nicht auf einer fremden Welle, reitet keine fremde Welle, ne? Sondern macht eure eigene Welle. Und das macht ihr übrigens mit Aktivismus und nicht nur mit Geschäften. Das ist klar. Sicherlich ein wichtiger Punkt, das habt ihr am Anfang auch selber tatsächlich rübergebracht, ne, dass ihr im Prinzip ja, befürchten müsst, den anderen Akteuren, die vielleicht auch schon länger vor Ort aktiv sind und CSC aufmachen, betreiben, wie auch immer, auf die Füße tretet sozusagen, wenn ihr selber jetzt sagt, Sie sind jetzt CSC Hamburg, ne, und diese Unterscheidung deutlich zu machen mit Mariana CSC Hamburg oder so, ganz klar sich zu unterscheiden von anderen, ist sicherlich ein wichtiger Punkt, aber auch angekommen, glaube ich, ja, wie das umgesetzt oder nicht umgesetzt, werden wir jetzt weiter sehen. Der Punkt ist auf jeden Fall nochmal gesetzt worden jetzt, danke dafür. Jetzt muss ich aber langsam tatsächlich zum Ende kommen. Vielleicht mal ein kurzes Statement unsererseits, beziehungsweise einfach, ich hoffe, wir haben jetzt dazu beitragen können, dass Leute, die überlegen, wo sie Mitglied werden, ob sie bei Mariana Mitglied werden, auch die das Video jetzt hier sehen, eine Vorstellung davon gekriegt haben, einen persönlichen Eindruck davon gekriegt haben, ob sie das machen wollen oder nicht. Wie ihr auch jetzt ein paar Mal gesagt habt, ne, kann ja jeder selber entscheiden, das zu machen oder nicht. Kann man niemandem verbieten. Auf jeden Fall unsererseits sehe ich jetzt keinen Grund zu sagen, auf gar keinen Fall. Ja, das ist für mich auch eine wichtige Erkenntnis, wo ich am Anfang nämlich gedacht habe, auf gar keinen Fall, auch bei vielen anderen nicht, die ich eben genannt habe, so kettenmäßig. Wir haben hier gesehen, wie unterschiedliche Modelle tatsächlich möglich sind, auch mit irgendwelchen GmbHs noch irgendwie als von vornherein fest verankerte Zulieferer. Es gibt diverse Modelle, die tatsächlich offensichtlich genehmigungsfähig sind, jedenfalls wenn man den Experten folgt, die wir hier eben auch gehört haben. Und es gilt auch für solche Kettenmodelle offensichtlich. Ich habe keinen gehört hier von den Experten, die da sind, weder im persönlichen Gespräch noch jetzt hier in der Debatte, die gesagt haben, das geht so nicht, das ist nicht genehmigungsfähig, ganz grundsätzlich. Also ist letztendlich die Möglichkeit da für jeden, sich das anzugucken, ne, auch diese Frage, okay, ich investiere mein Geld gar nicht jetzt sofort in die Anlage bei mir, sondern vielleicht auch bei anderen, aber Hauptsache geht insgesamt vorwärts. Wem das gefällt, wunderbar, ne, ist auf jeden Fall nicht vollkommen, aus meiner Sicht jedenfalls nicht Betrug oder so in dem Sinne, ja, sondern eben ein Konzept, das man gut finden kann oder nicht. Für uns selber
Ja, wir haben gehört, es gibt jede Menge Dachverbände, ne, und wir werden auch ständig gefragt, wie wir uns denn dazu positionieren, auch von CSCs, die sich fragen, ja, können wir nicht Mitglied beim Handverband werden, ne, das wäre uns eigentlich das Allerliebste oder so. Wo wir nicht vorhaben, in dem Sinne Dachverband zu sein, dass wir wirklich einzelne CSCs beraten, in dem Sinne, wie sie jetzt die Gründung machen, wie sie am besten die Finanzierung machen und im ständigen Austausch Experten zum Beispiel den Leuten an die Hand geben und so weiter. Was wir aber sowieso die ganze Zeit schon sind, ist eine allgemeine politische Interessenvertretung auch im Sinne der Anbauvereine, wo wir auch viel positives Feedback bekommen haben. Vielen Dank dafür, dass wir jetzt im Prinzip ausführen dürfen vor Ort, was ihr für uns in jahrzehntelanger Arbeit erkämpft habt. Und das haben wir auch weitergemacht, auch im Detail gemacht, jetzt gerade zum Beispiel bei der letzten Gesetzänderung zum Thema Protokollnotiz haben wir uns dafür eingesetzt, ebenso wie eben die anderen Dachverbände, dass da eine vernünftige Regelung bei zustande kommt. Wir selber verstehen uns im Wesentlichen als Interessenvertretung von Privatmenschen, von Konsumenten letztendlich, auch in diesem Zusammenhang mit den CSCs. Deswegen auch für uns, ne, so wichtiger Punkt, wie geht ihr mit dieser Beitragsfrage um? Seid ihr letztendlich konsumenten- und kundenfreundlich oder nicht? Im Zweifelsfall sind wir auf der Seite der Mitglieder und der Konsumenten. Aber im besten Fall, in den meisten Fällen, denke ich, geht das sowieso Hand in Hand. Und in dem Sinne haben wir auch ein Interesse daran, dass es viele gut funktionierende Anbauvereine gibt. Und diejenigen Anbauvereine, die das sozusagen unterstützen wollen, allgemeine politische Arbeit, die sind bei uns demnächst auch willkommen als Mitglieder beziehungsweise eben als Förderer, wie auch immer, im Sinne einer allgemeinen Unterstützung unserer Arbeit weiterhin für das, was wir bisher gemacht haben, für das, was wir weiterhin machen werden. Aber wir sind kein, auch zukünftig kein Dachverband, in dem Sinne eine ausdrückliche Interessenvertretung mit den ganzen Services, die man von einem Dachverband erwarten kann, in dem Sinne, was individuelle Beratung angeht. Das haben wir nicht vor. Und wir werden warten, bis die Betriebsgenehmigungen da sind. Das ist ein entscheidender Punkt, der jetzt auch immer wieder vorgekommen ist. Ich habe jetzt gesagt, diese Konzepte, viele verschiedene Möglichkeiten sind jetzt denkbar, werden erstmal in der Theorie skizziert, aber es gibt noch keine einzige Betriebsgenehmigung. Das wird erst nächsten Monat losgehen, dass man die Anträge stellen kann. Dann werden wir irgendwann in den nächsten Monaten sehen, wo wirklich die Betriebsgenehmigungen landen und wer wirklich anfängt anzubauen. Und dann werden wir auch unsere Sparte aufmachen für CSCs, die Lust haben, unsere Arbeit einfach allgemein zu unterstützen, wenn sie eine Betriebsgenehmigung haben. Das wird die Voraussetzung dafür sein, weil wir gar nicht jetzt irgendwie prüfen wollen, was ist ein guter CSC, was ist kein guter CSC, ja, ist Mariana supi oder nicht supi. Ja, wenn sie eine Betriebsgenehmigung haben, sind sie supi. Ne, jedenfalls der Mariana-Verein da vor Ort, der anfängt, die Mitglieder zu versorgen, genauso wie jeder andere auch. Das ist das, was wir hier alle wollen, vernünftige Alternative zum Schwarzmarkt für alle Konsumenten und je mehr davon, desto besser. Und am Ende können sich die Konsumenten und die potenziellen Mitglieder selber aussuchen, was ihnen am besten gefällt, was überhaupt vor Ort da ist, ja, ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, überhaupt Existenz von Vereinen und ob jetzt solche Kettenlösungen da möglicherweise einen riesen Stein ins Wasser werfen, im Sinne von viele auf einmal gründen, ja, kann ein Vorteil sein, kann uns in dem Sinne vorwärts bringen. Ob das so ist, werden wir sehen, wenn es soweit ist, wenn die Betriebsgenehmigungen da sind, wer da das Rennen macht. Ich bin selber gespannt. In dem Sinne, ich freue mich erstmal, dass ihr hier wart und uns den Sonntag nochmal richtig gewürzt habt. Ja, das war, hätte totlangweilig werden können, wären nur 10 Leute hier gesessen, wenn wir nur die Abschlussrunde gemacht hätten, die gleich noch kommt. Ja, ich hoffe, ihr rennt jetzt nicht sofort weg und gebt uns trotzdem noch unser Feedback zu dieser Konferenz. Aber dass noch ein spannender Vormittag geworden ist, hat damit zu tun, dass ihr bereit wart, hier euch grillen zu lassen, Rede und Antwort zu stehen. Vielen Dank dafür, einen Applaus dafür bitte. Applaus